Hi, grüß euch. Hallo. Hallo. Na, alles gut? Ja. Ja. Bisschen Letterdepressionen. Ach, okay, kenne ich. Wieso? Wo steckt ihr denn? Ich steck noch an 4, ey, das ist schlimm diese Season. Ich bin gerade auf 2 und bin ein bisschen auf und ab. Ja, ich bin momentan auch 2. So zwischen 1 und 2 momentan Sehr gut, dann snipe ich dich demnächst. immer. Mal schauen, vielleicht heute Abend endlich mal Legend. EU zieht sich so ein Ich bisschen hin, aber naja. weiß echt nicht, was ich spielen soll. Das ist voll traurig. Ja. Jetzt, wo die Yes. alle in ihren Druid diese scheiß Taunts reinpacken, kann man die nicht mehr so schön umhauen mit meinem Zu. Das stimmt allerdings. King Zu ist es halt super, super besser als das Standard-Combo-Deck. Also ich habe halt dann angefangen, Midrange Hunter dagegen zu spielen mit Doppel Hunters Mark. Hat funktioniert. Auf NA super gut sogar. Ich habe das ja auch gespielt, dann Deck mit derselben Idee gegen die Taunt-Druiden. Lief ganz gut, aber jetzt gerade ist es halt einfach holprig. Aber passiert. War halt gut, als die ganzen Druiden mit Doppel-Ancient of War und Zu rumgelaufen sind. Ja, die Sache ist, ich sehe jetzt irgendwie auch alle möglichen Druiden. Ich sehe welche mit Doppel-Combo und Doppel-Ancient of War. Und auch welche irgendwie mit einer Combo und ganz normale und manche, die taunt sind. Und ich weiß irgendwie gar nicht mehr, was das für Druids sind. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich kann nicht mehr so richtig gut um die Sachen rumspielen, jetzt wo die alle irgendwelche Decklisten spielen. Ja, vor allem manche spielen dann noch Doppel-MC-Tech teilweise, ein MC-Tech, gar keinen. Das ganze Gedöns. MC Tech ist sowieso die Karte, die mich am meisten aufregt im Moment. Das Ich Krypton. habe schon so viele Spiele verloren, weil er meinen Boom gesnackt hat. Ja, King Boom ist es halt irgendwie so. Okay, 25%, take it or no, take it. Zum Coaching heute. Ihr habt mir geschrieben, ihr seid in einem Team organisiert, oder? Glaube ich. Meine ich. Eher so freundschaftlich, sage ich mal. Okay. Also wir kennen uns schon längere Jahre im Real Life und haben dann halt jetzt irgendwie Hearthstone immer so zusammengespielt. Ah, nice, okay. Wer von euch hat denn schon 8 Blisspom Points zu Dennis, oder? Nee, ich bin das. Ah, du bist das. Per. Ich war dieses, also die letzten Monat war ich jetzt auch auf 79 am Ende. Oh, nice, okay. Wo hast Aber du es die war anderen das. 3 Punkte her? Da habe ich irgendwie so ein Open Tournament auf Battlefy gewonnen. Okay, und hast du aber Und die Season davor Legend gemacht? war ich zu faul. Ah, okay. Ja, ich dachte schon, hä, wie kommst du auf 8 Punkte, wenn du einen Tournament gewonnen hast und einmal Top 5? Das Okay. ist irgendwie ganz, ganz schwierig bei mir. Ich weiß nicht, ich brauche Motivation oder sozusagen, ich schaffe das irgendwie schnell, mich irgendwie in Rage zu bringen oder so oder irgendwie die zu faul zu sein, irgendwas zu machen oder irgendwie sowas und dann schaffe ich das irgendwie nicht Legend zu kommen oder irgendwie sowas, einfach weil ich, keine Ahnung, nicht im richtigen Mindset bin. Okay, meinst du? Okay, Dennis, wie viele Punkte hast du momentan? Ich habe jetzt einen aus der letzten Season. Also ich habe jetzt hier im Januar, hatte ich Per gesagt, ja komm, lass du mal wie ein paar Turniere spielen, du bist doch ganz gut. Und ich setze mich auch mal wieder an Hearthstone ran. Und habe dann sozusagen jetzt seit Januar wieder competitive gespielt und mich rangesetzt und bin dann letzte Season auch das erste Mal Legend geworden. Okay. Und plan dann ja sozusagen im nächsten Monat dann das Ganze mehr anzugehen. Okay, genau, hat es wer geschrieben. Aber das braucht immer so ein bisschen, bis du reinkommst, bis die Meta irgendwie, bis du Anschluss an die Meta hast und so. Okay. Aber Per, du wirst wahrscheinlich dann schauen, wie du in die Prelims jetzt diese Season reinkommst, weil mit 8 Punkten Ja, bist du schon ganz gut das unterwegs. wäre top, aber es ist halt relativ knapp von der Zeit, ne? Bisschen unter 2 Wochen noch, um wahrscheinlich mindestens 5 Punkte zu holen, oder? 6 Punkte bräuchtest du wahrscheinlich. 5 Punkte reichen vielleicht, aber ich meine, das ist ein Top 100 Finish. Ja, klar. Aber die Sache ist jetzt, wie ist das eigentlich mit dem 26. jetzt? Was wird da passieren? Weiß man das irgendwie? Ich weiß es noch nicht, weil ich mich darüber noch überhaupt nicht so wirklich informiert habe, aber es wird wahrscheinlich der Standard-Mode rauskommen. Und dann ist halt die Frage. Also ich kann mir das halt nicht vorstellen, weil die müssten ja eigentlich dann von Wild. Momentan bist du ja Wild im Prinzip. Ja.
Das kann aber sein, dass sie einfach das in Standardform ummünzen, weil das dann die neue Hauptleiter in Anführungszeichen ist. Ja. Aber die Frage ist dann halt, wie reagiert man da irgendwie drauf? Also sozusagen, was ist der beste Plan, um einen Top 100 Finish zu machen, wenn man davon ausgehen muss, dass die letzten 4 Tage halt komplett random sind? Der beste Plan, Top 100 Finish hinzulegen, ist, auf wie viel Server spielt ihr? Ich spiele nur auf einem, ich habe nur hier die Karten. Oh, nur EU. Okay. Die meisten Pro-Spieler haben auf mindestens 2 bis 3 Servern Karten. Weil ich mache das auch so. Ich schaue, dass ich Top 100 EU spiele am Ende der Season. Wenn ich das nicht schaffe, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, weil doch relativ viele Random-Faktoren gerade am letzten Tag dran sind, gehe ich auf NA und probiere es da. So hast du die doppelte Chance, auf Top 100 zu kommen. Kostet dich am letzten Tag des Monats immer viel Energie und Zeit, aber vergrößert die Chancen einfach. Ja, letztes Mal hat es halt irgendwie geklappt, dass ich mich die ganze Zeit so um 100 bis 200 rumgecampt habe und am letzten Tag einfach schnell 6-0 gegangen bin. Und das war dann ganz entspannt. Ja, das kann funktionieren. Der bessere Plan ist in der dritten Woche, Anfang der dritten Woche, oder Mitte der dritten Woche, na sagen wir Mitte der dritten Woche, 1,5 Wochen vor Ende oder so, sagen wir mal 7, 8, 9 Tage, 10 Tage vor Ende der Season, dass du dann auf die Top 10 oder so spielst, Top 20 oder so. Oh, ich weiß nicht, ob das reicht, weil ich war 24 am letzten Tag und bin auf 79 noch decayed. Ja, nee, das reicht nicht, aber dann hast du eine gute Ausgangsposition, um am letzten Tag nochmal angreifen zu können. Ja, gut, macht Sinn. Also das ist so das Geschick. Das Problem ist, wenn ihr jetzt Rang 2 respektive Rang 4 seid, dann wird es eng werden, weil ihr im Prinzip schon im Verzug seid. Weil wenn man jetzt latchen würde, dann ist man bestimmt wo wird man eingerankt? Bestimmt 1000, 1200 oder so. Ja, letztes Mal war das so, da war ich am 21. meine ich Legend und Ja, war was? 1500 oder so und hab da halt dann eine gute Streak gehabt und war dann direkt Das Gute war, dass das Meta hoch. da auch ein bisschen more predictable war. Ja. Ja, da war das Meta halt einfach Druid und dann haben wir einfach so ausgepackt und es hat funktioniert. Oh, easy as this. Aber die Meta ist ja jetzt auch nicht so groß anders, außer dass erstaunlich viele Priests rumrennen. Was den Plan so ein bisschen kaputt macht. Ich weiß gar nicht, wie das. Also, auf meinem Meter sind noch nicht so viele Priests, aber kommt wahrscheinlich noch, ne? Ja, wahrscheinlich. Das Wichtigste ist halt, sobald man auf Rang 2, was du auf Rang 2 ja immer machst, ihr werdet das ja kennen, zu schauen, okay, ein Deck zu kriegen, was halt einigermaßen in den Winstreak reingeht. Und wenn du dann Legend hittest, nicht aufhören zu spielen, sondern unbedingt weiterspielen. Weil du dann im Prinzip mal ein Deck gefunden hast, was funktioniert. Und viele hitten dann Legend und hören dann auf zu spielen. Und das Wichtigste ist dann weiter zu spielen, quasi bis dieses Deck nicht mehr funktioniert und dann aufzuhören. Die Frage ist halt immer, wie findet man raus, ob ein Deck funktioniert oder nicht, sage ich mal, wenn man nur so eine kleine Sample Size von, sagen wir mal, den letzten 10 Spielen oder sowas hat. Ist eine gute Frage. In der Regel, was ich öfters mache, ist erstens mal die 10 letzten Spiele. Also du kriegst erstens ein Gespür irgendwann dafür, aber Gespür ist schwierig zu vermitteln und zu erklären. Aber wenn es läuft, dann läuft es im Prinzip. Irgendwann kommst du dann so an ein Ding, wo du dir eigentlich schon gar nicht vorstellen kannst zu verlieren, weil du einfach jedes Spiel gewinnst, weil du einfach auch solide ziehst und gute Matchups hast. Das ist so der Punkt, wo du hinkommen willst. Das hatte ich mit dem Zoo letzte Season. Ja, genau, ja. Und das ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, nämlich deine Gegner ziehen nicht so super gut, du ziehst ganz gut, du hast gute Matchups, du bist in dem richtigen Mindset, das heißt, du triffst automatisch die richtigen Entscheidungen, weil du dir einfach deiner sicher bist im Prinzip, weil du vorhin Mindset gesagt hast. Das könnte ein großes Problem zum Beispiel für dich dann sein. Also du musst halt Selbstkonfident, selbstbewusst sein im Prinzip. Und dann funktioniert das. Was man machen kann, um dahin zu kommen, weil du willst an den Punkt kommen, wo es automatisch läuft, ist zu schauen, okay, gegen was spielen dann die Leute, die in meiner Range sind, so alles.
Das Ich habe heißt. das jetzt so gemacht, dass ich mir einfach neuen Decks gebastelt habe und immer, wenn ich verliere, mit denen wechsle und dann immer ein Deck rausschmeiße, was sozusagen die wenigsten Wins hat. Würde ich ganz, ganz stark davon abraten. Okay. Weil was du in dem Moment machst, ist eine Kausalität herstellen zwischen Verlust und Deck. Und zwar in 100% der Fälle. Wie oft in Hearthstone verlierst du ein gutes Matchup? Ja, kann Kommt halt so vor. ungefähr in 30% der Fällen, sagen wir immer, passieren. Richtig. Das heißt, in 30% der Fälle machst du Folgendes. Du veränderst etwas an der Situation und zwar nicht das Richtige, sondern das, was eigentlich dir hilft. Das heißt, du kommst noch mehr in Teufelsküche. Gut, ich habe dann aber halt auf längere Sicht gesehen, da ich ja halt immer nur ein Deck rausschmeiße, am Ende, naja, vielen Decks schon mehrere Chancen gegeben, sozusagen. Aber halt über einen längeren Zeitraum, ne? Das bedeutet also, eventuell ist die Rotationsart an diesem Tag gut, um was Richtiges zu finden, aber vielleicht kickst du sozusagen ein Deck raus, was irgendwie in 2 Tagen eigentlich gut im Meta wäre. Naja, das Hauptproblem ist, dass du Decks rauskickst, die gut in der Meta sind. Du wirst ja ein Deck finden, was gut in der Meta positioniert ist. Und in dem Moment, wo du einfach jedes Deck rauskickst und du einmal damit verlierst. Nee, also ich spiele halt alle 9 durch. Und am Ende schmeiße ich das raus, was mir am wenigsten gefällt. Und dann Ach, spiele ich mit jetzt. den nächsten 8 weiter. Ah, okay. Ja, aber dann brauchst du sehr, sehr lange, um dein Deck zu finden. Und wenn es blöd geht, machst du 8 Spiele oder 9 Spiele, um das erste Deck rauszuschmeißen. Und brauchst 2 Stunden dafür. Ja. Und dann hast du aber nur um eins gekürzt. Das heißt, du müsstest eigentlich 2 Tage durchspielen, um auf ein Deck zu kommen, und die Meta hat sich in 2 Tagen aber vielleicht schon wieder gedreht. Ist Also, halt, das ist zu langsam. die Sache ist halt oft, wenn ich dann irgendwie so ein Deck anfange, sage ich mal, und dann verliere ich irgendwie zweimal damit und dann habe ich eigentlich schon gar keine Lust mehr auf das Deck so, weil ich dem dann irgendwie nicht mehr vertraue. Das Wichtigste ist rauszufinden, warum du verlierst. Also ich glaube, das ist hier der Schlüssel, auch von der Rotation her. Es gibt verschiedene Gründe, warum man verliert. In etwa 5 Hauptgründe, glaube ich, sind es. Glaube ich. Also die Liste kann man erweitern, das ist so meine eigene Liste. Das erste ist, du ziehst schlecht oder dein Gegner zieht gut. Das heißt, er hat die perfekten Antworten auf alles. Das kann passieren. Zweitens, schlechtes RNG, schlechtes Topdecken zum Beispiel. Das heißt, du triffst die richtigen Entscheidungen, hast einfach aber auch Pech. Ist so ähnlich wie das erste. Das dritte ist, du bist im Tilt. Das heißt, das dritte ist, Spielt einfach schlecht, du ne? spielst schlechter als sonst. Wenn du schlechter als sonst spielst, dann wirst du im Rang verlieren, weil du, als du besser gespielt hast, genau auf den Rang gekommen bist. Und wenn du schlechter spielst, müsstest du rein theoretisch deranken, logischerweise. Und da musst du rausfinden, warum du schlechter spielst. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Tilt bist, spielst du generell schlechter. Wenn du sch das falsche Mindset hast, spielst du generell schlechter. Das heißt, du musst schauen, wie komme ich an ein besseres Mindset ran. Das nächste ist, die Meta zerlegt dich, weil dein Deck nicht die Meta beantwortet, sondern die Meta des Deck. Dann musst du das Deck wechseln. Und nur dann. Also, das sind jetzt 4 Gründe, aber die kann man noch unterschachteln und so. Und das Problem ist, wenn du rangehst und sagst, okay, wie gewinne ich am besten? Und du machst es nur an der Frage des Decks fest, dann löst es nur das letzte Problem. Das heißt, in etwa 20% deiner Probleme werden damit gelöst, 80% allerdings nicht. Ganz im Gut, aber Gegenteil. das Problem, also da habe ich dann ja den Vorteil, dass ich, wenn ich sozusagen schon mal das Deck habe, was das Meta zerlegt, dass ich dann ja auch bessere Chancen habe, dass die anderen 4 Dinge sich zum Guten wenden, sage ich mal. Rein, ja, chancentechnisch schon, aber das, was dich am härtesten zum Beispiel in Tilt bringt, ist, du hast gute Matchups, du bist eigentlich am Gewinnen und verlierst aber 3 Partien in Folge gegen ein schlechtes Matchup, weil der einfach unfassbares Dusel hat. Kommt extrem häufig vor momentan. Extrem häufig. Teilweise, was auch passieren kann, ist, dass du 7 Spiele in Folge verlierst, ohne dass du überhaupt ein Spiel beeinflussen kannst, obwohl jedes Matchup eigentlich ein gutes Matchup für dich ist.
weil die Meta momentan so gebaut ist, dass es relativ viele Matchups gibt, die nahe des Coinflips sind, die du auch gar nicht wirklich verbessern kannst durch die ganzen Druiden und so weiter. Wenn die Druiden einfach Wildgrowth und Inner Welt und Swipe und Keeper auf der Standhand haben oder irgendwie sowas? Genau. Und du musst rausfinden, warum du verlierst. Und dann, also du musst es erst analysieren und dann aufgrund deiner Analyse den passenden Schritt verändern, weil du sehen musst, aufgrund welches dieser vier Faktoren verliere ich jetzt. Vielleicht sind es auch mehrere Faktoren, das heißt, du bist im Tilt, ziehst schlecht, dein Deck ist schlecht in der Meta positioniert und du bist, weiß ich ich, bist verkatert und hast eh Kopfschmerzen oder keine Ahnung was. In dem Fall müsstest du im Prinzip alles ändern, was immer schwierig ist, aber sagen wir mal, normalerweise sind es ein bis zwei Faktoren und du willst genau diese ein bis zwei Faktoren ändern. Wie kann man das RNG ändern? Wie kann man das RNG ändern? Gar nicht. Das ist das Praktische daran. Du musst nur schauen, dass du statistisch gut weiterspielst. Weil RNG kannst du nicht ändern. Das Einzige, was ein schlechtes RNG ändert, ist, dass sich deine Spielweise ändern wird, weil du vorsichtiger wirst und anfängst, um RNG-Sachen rumzuspielen, wo es sich nicht lohnt, rumzuspielen. Das heißt, das Einzige, was du da machen kannst, ist schauen, dass du nicht tiltest aufgrund von RNG und dass du auf einmal nicht irgendwie zu vorsichtig spielst und deshalb misplayst. Das heißt, in dem Fall, wenn du schlechtes RNG hast, musst du sogar noch mehr rechnen, aber im Prinzip gleich weiterspielen. Und das ist die hohe Kunst dabei. Genau, so viel zum Laddern. Aber einfach, normalerweise einfach eine Liste machen. Also gerade wenn man sagt, okay, ich habe nicht so furchtbar viel Zeit, sich auf der Friendlist ganz viele Leute anschauen, die auf demselben Rang spielen und dann, sagen wir mal, 20 bis 50 Decks sammeln innerhalb von einer halben Stunde. Das geht meistens, wenn die Friendlist einigermaßen voll ist. Oft öfters einfach auch bei denen reinschauen, nach jedem Spiel reinschauen bei denen und eine Liste machen und dann schauen, okay, wie ist die Meta? Man hat 50% Druiden zum Beispiel. Dann hat man 30% Tempo-Mage. Und was weiß ich, 10% Control Warrior oder so. Und dann musst du schauen, okay, was beantwortet das am besten? Und welches Deck ist am schlechtesten gegen Decks, die überhaupt nicht gespielt werden? Also nochmal umgekehrt denken auch. Und dann findet sich in der Regel eigentlich ein Deck, was ganz gut ist. In einigen Ausnahmefällen ändert sich dann gerade die Meta und dann hast du irgendwie Pech, aber das ist eher dann die Ausnahme. Was würdest du sagen, triffst du jetzt im Moment am meisten? Also das ist nicht ganz mein Rang natürlich noch, aber Auf meinem zumindest Rang Dennis. waren viele Druiden, viele Priester und gestern extrem viele Shammies. Face. Face-Shammies, ja. Ich habe halt gestern Druiden Face-Shammies getroffen, dann habe ich auf Warlock gewechselt und dann habe ich nur noch Druiden und Priester getroffen und nicht mehr die Shammies. War halt dann unlucky. Und das ist halt insgesamt eklig, weil es kein wirkliches Deck gibt, was die drei, glaube ich, schlägt. So wirklich schlägt. Außer vielleicht, sagen wir mal, Rogue. Mali Rogue zum Beispiel wäre da ganz gut. Wobei Ja, Mali Rogue generell nicht so gut ist einfach. das ist das Problem, was also zumindest ich mich mit Combo-Decks relativ schwer tue. Ja. Also ich kann Control-Decks einigermaßen gut spielen, ich kann Aggro- und Midrange-Decks einigermaßen gut spielen, aber Freeze Mage, Patron Warrior, generell Rogue kann ich alles nicht wirklich. Also sozusagen traue ich mir auch nicht zu, obwohl das Meta vielleicht einigermaßen okay dafür sein könnte, das zu spielen. Musst du auch nicht. Es gibt, auch wenn es die beste Antwort ist, vielleicht rein theoretisch betrachtet, du suchst die praktisch beste Antwort. Das heißt, das Deck, was du wirklich gut spielen kannst und einigermaßen gut in der Meta ist, schlägt sich viel besser als das bestpositionierte Deck, was du nicht wirklich spielen kannst. Das ist ja eh logisch. Also in dem Fall, was triffst du momentan häufig? So hatte ich relativ viel im Moment, Druid auch. Das war so das Das waren Hauptdeck, was wir gestern gespielt haben, ne? die beiden meisten, glaube ich. Und Ja. sonst alles halt irgendwie so. Dann irgendwie so als Kontrast habe ich ja heute auch ein bisschen gespielt. Da war auch, wie du meintest, Daniel, viele Priester und Druiden, aber dann halt plötzlich auch wie die ganzen Control Warrior wieder rausgekommen. Ich Und hatte das. gestern auch viele Patrons sogar. Also erstaunlich viele. Ja. Kann Zufall gewesen sein, aber.
Es funktioniert im Prinzip so. Diese Gedanken machen nicht nur wir uns im Prinzip, sondern jeder Spieler. Das heißt, wenn du eine Meta hast, in der viel Druid und Su rumläuft, dann wird automatisch Folgendes passieren, nämlich dass nach kurzer Zeit entweder Maligos Rogue, und das haben die meisten Spieler nicht im Repertoire, aber Patron Warrior rauskommt. Weil Patron Warrior ist die logische Konsequenz daraus. Ich habe gestern zum Beispiel auch mal kurz Patron Warrior gespielt. Und dann ist es allerdings so, dass du sagen kannst, okay, die Meta dreht sich. Das ist wie so ein Rad, was sich dreht. Das heißt, der nächste Step, der kommen wird, sind Patron Warrior. Und dann ist der nächste Step wiederum ein Deck, was Patron Warrior beantwortet und alle anderen Decks, die dann auftauchen, um die Meta zu beantworten, gegen den Druiden noch einigermaßen sinnvoll ist und gegen den Zu auch noch einigermaßen sinnvoll ist. Was ist gut gegen Patron Warrior? Ein Priester Ja, oder Renolog. und ein Control Warrior. Ja, Reno Lock kann man auch spielen, ist aber Reno Lock ist zu schwach gegen die Druiden. Darum wird der Reno Lock nicht kommen. Weil du immer quasi die 2 Meter Stufen davor beantworten müsstest. Also brauchst halt ein Deck, was nicht so super schlecht gegen die Stufe davor ist, weil einige Spieler dann den Meta-Switch natürlich verpassen werden, so oder so. Und aber gut gegen die Antwort auf die Antwort ist. Und dann macht es halt Sinn, dass du Priester spielst, weil Priester ist super stark gegen Sulok, ist einigermaßen gut mittlerweile gegen Druide, gerade mit der Doppel-Engine of War-Geschichte, weil du einfach den zurück ins Deck schieben kannst und so. Du meinst einen normalen Control Priest einfach? Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so super gut gegen Druide, aber du kannst also viele Techno so ein bisschen gegen Druide, weil du eh vorne bist gegen Patron zum Beispiel, weil du eh vorne bist gegen Su. Wie würdest du denn gegen Druide zum Beispiel tanken? Ich spiele keinen Priester, muss ich sagen, Wie aber würdest du generell gegen Druide tanken? vielleicht Doppel Shadow of Death, maybe, ich weiß es nicht. Aber du hast ja eh eigentlich relativ viel drin, weil du spielst ja Orcanid Soul Priest plus Circle of Healing Combo zweimal. Das macht quasi sein ganzes mittelmäßiges Board weg. Also alle kleineren Sachen macht das weg. Das Hauptproblem ist halt der Druid of the Claw, weil du den nicht so wirklich wegkriegst. Wie viele Flash jetzt würdest du spielen? Die momentan Decks spielen, glaube ich, sogar 2 Flash Heals. Aber wie gesagt, da bin ich nicht die richtige Ansprechstation. Aber das könnte man sich halt überlegen noch. Also, dass man halt einfach schaut, okay, auch wenn ich ein Deck habe, was ich gut spielen kann, was gut in der Meta positioniert ist, wie kann ich so techen von den einzelnen Deck-Choices, dass es noch besser wird gegen die Meta. Und dann steigerst du deine Winrate nochmal und dann brauchst du weniger Spieler, um auf Legend zu kommen. Das ist im Prinzip das Prinzip. Okay. Jo. Zum Leddern. Turniere. WM-Punkte ist fast genauso wichtig, Turniere zu spielen, weil du dich nicht unbedingt auf den Top 100 Finish zurücklehnen kannst. Ja, genau. Und da war es halt, letztes Mal hatten wir da, das also das, was ich da gewonnen hatte, da hatte mir Dennis halt auch zugeguckt. Also das haben wir im Grunde zusammen gespielt. Da haben wir halt auch Burst zugespielt. Also war halt direkt, als es sozusagen noch ganz neu war und viele es noch nicht kannten. Also sozusagen, sag mal so einen Tag, nachdem dieser Guide von Xyrus rauskam. Dann haben wir einen Aggro-Druiden gespielt und einen Mit Secret Ranger. Paladin Ah, genau, und bei ein, Kira Lineup. genau, und ein Midrange Hunter. So, und das Lineup war halt darauf gebaut, sage ich mal, dass es gut gegen Secret Paladin und gegen den damaligen Combo-Druiden war. Ja, war wahrscheinlich Das hat Conquest. halt, ja genau, es war Conquest. Mit Das einem hat Bann. halt, ziemlich gut funktioniert so. Aber inzwischen sehe ich gar nicht mehr viele Secret Paladine eigentlich. Also ist ziemlich zurückgegangen, fand ich, im letzten Monat. Und diese Druiden haben halt irgendwie plötzlich alle so rumgetaggt, dass auch da die Decks, die wir gebracht haben, gar nicht mehr so wahnsinnig favorisiert sind. Und deswegen ist sozusagen das Line-up, was wir gefahren sind, im Moment, glaube ich, nicht mehr das Optimale.
Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, sozusagen, wie man da das Beste rauskriegen kann. Generell Conquest Last Hero Standing, das heißt Hero Elimination, unterschiedliche Taktiken und unterschiedliche Möglichkeiten an Taktiken. Das heißt, gehen wir erstmal Conquest durch. Mit Bann war das, was ihr gesagt habt, Best of Five Ja, genau. wahrscheinlich mit Bann. Genau, richtig. Ist so, es gibt unterschiedliche Taktiken in Conquest. Entweder man nimmt die drei stärksten Decks mit, oder die vier stärksten Decks in dem Fall. Oder man nimmt vier Decks mit, die gleichen Decks schlagen. In eurem Fall Secret Paladin und Druide. Das heißt, sobald der Gegner einen Druiden oder einen Secret Paladin dabei hat, läuft er Gefahr, einfach dreimal mit diesem Deck zu verlieren, weil er drei schlechte Matchups hat gegen euer Lineup. Das ist im Conquest so das Das heißt, wenn Gängige. er einen Deck sozusagen targetet und den damit nicht durchkommen lässt. Genau, ein Deck targeten ist im Prinzip die T2-Variante. Also die erste Stufe ist einfach, seine drei stärksten Decks zu nehmen. Die zweite Stufe ist einfach zu schauen, was bringen die Gegner mit. Was kann ich am leichtesten targeten, weil es möglichst viele Leute mitbringen werden während des Turniers. Das ist das, was ihr gemacht habt. Und effektiver ist es dann noch zu schauen, okay, vielleicht kann ich nicht nur ein Deck targeten, sondern vielleicht sogar zwei oder drei Decks. Wenn du ein Lineup bringen kannst, was die drei meisten Decks targetet, dann bist du so gut aufgestellt, dass du auf jeden Fall Top 8 kommen solltest. Naja, es kann halt auch einfach passieren, dass du in Runde 1 dann denjenigen erwischst, der irgendwie so ein Combo-Lineup dann, sagen wir mal, spielt und dann deine drei Aggro-Decks wegfegt. Aber wir Ja, denken ja langfristig. Combo-Line-Up ist anfällig gegen Aggro generell, auch zusätzlich, was es halt nochmal stärker macht dann. Aber du kannst auch in Runde 1 gegen einen treffen, der drei Control-Decks spielt. Das ist mir auch schon mal passiert. Passiert halt dann einfach. Musst halt schauen, ist das ein Einzelspieler? Ist das irgendwie, es kann teilweise sein, dass es einfach ein Rang 10-Spieler ist, der einfach nur Control-Decks spielt normalerweise. Gegen den verlierst du halt dann. Aber gut, passiert halt einfach. Kannst du nicht ausschließen. Du kannst nicht ein Line-Up bauen, was gegen alles gewinnt. Ja, aber sagen wir, so ein Lineup aus Freeze Mage, Patron Warrior und Rogue ist zumindest gegen Zu doch alles drei eigentlich ganz gut, oder? Ja, im Conquest. Ja, aber dann schlägt er dein Zu einmal. Achso, nee, dann schlägt er dein Zu dreimal, meinst du? Ja. Ja, wobei gegen den Freeze Mage, wenn du ein schneller Zu bist, bist du tatsächlich auch leicht vorne. Also ist jetzt nicht so Also super Burst schlecht. Zu, sagst du, bist du favorisiert? Ja, so um den Coinflip rum ist das. Das ist noch okay. Ist auch stark davon abhängig, wie gut beide Seiten spielen, ne? Also, weil es meine Erfahrung mit dem Bursten gegen Freeze Mages, da waren manche irgendwie Free Win, weil die das überhaupt nicht spielen konnten aus der Freeze Mages Sicht, und andere, da habe ich gemerkt, dass ich viel zu viel falsch mache und eigentlich keine Chance hatte. Ja, das stimmt schon. Das sind beides skill-intensivere, in Anführungszeichen, Decks. Das macht dann schon nochmal einen Unterschied. Aber generell ist es, sagen wir mal, im Coinflip irgendwo angesiedelt. Und wenn du so ein Lineup triffst, du hast immer noch deinen Bann. Und das ist das Nächste, wenn du Conquest spielst. Also gerade so mit dem Bann zum Beispiel, dass du halt dann, sagen wir mal, du spielst ein Aggro-Lineup und du bannst einfach sein Control-X das Deck weg. Was halt funktioniert. Im Last Hero Standing macht das Bannformat nochmal was ganz was anderes, aber das können wir uns auch gleich anschauen, wenn es relevant überhaupt für euch ist, wenn ihr Last Ja, Hero Standing spielen wollt. wir haben ein paar Last Hero Standing Turniere gespielt, aber das waren dann Geodramagen. halt auch immer diese, Kleiner als die größer dann als gleichzeitig noch kleiner Blind als Pick und größer als BO3 nur waren, kleiner also als wo es irgendwo eine größer als komplett kleiner gecoinflippt als wird dann, größer als wo man kleiner sich als größer als Gedanken machen kleiner sollte, als welches größer erste als Deck man kleiner als wahrscheinlich spielt am größer als meisten, dass man kleiner als da größer einmal ein als gutes Matchup kleiner als erwischt. größer als Weil das ist ja kleiner ganz als oft so, du größer gewinnst das als erste, kleiner dann als größer wechselt als er was Gutes kleiner gegen als dich rein und da größer konntest als du halt nochmal kleiner als gegen und dann hast größer du eigentlich immer als gewonnen. kleiner als größer Und als umgedreht kleiner ist es als größer halt als ja fast kleiner genauso. als größer als kleiner Okay, als Moment größer mal. als kleiner Ich habe als gerade einen größer kleiner als als kleiner größer als Donation größer Deal. als kleiner als größer als Spammt kleiner hier als alles zu. größer als kleiner als größer als kleiner als größer als kleiner als größer als kleiner Muss als ich kurz größer als rausholen. kleiner als größer als kleiner Boah, wie als ging das denn größer gleich als kleiner wieder? als größer als kleiner als größer als kleiner als größer als Sorry, tut kleiner.
kleiner als leid. größer Alles als. gut. Okay, es hat aufgehört. Okay, geht weiter. Also, im Turnierformat haben wir also ja schon die eigentlich alle möglichen gespielt. Das ist dann natürlich auch die Frage, wie man das, also das Wissen über alle zu haben, ist auf jeden Fall gut. Das sollten wir da durchsprechen. Danach müssen wir halt sozusagen gucken, was macht am meisten Sinn mit den Decks, wo wir sagen, dass wir sie spielen können. Also dass wir dann optimieren, wenn ein Modus sozusagen rausfällt, beziehungsweise der ist dann halt weniger effizient für uns, weil wir gar nicht die Variabilität an Decks haben, um das sinnvoll spielen zu können. Genau, es gibt, also ich habe auch noch eine Frage, weil es gibt ja irgendwie tausend verschiedene Seiten, wo man diese Bliss Point Turniere dann spielen kann, und die haben ja alle irgendwie so ein bisschen ihre unterschiedlichen Regeln, sag ich mal. Aber es gibt ja zum Beispiel auch welche, wo du, sag ich mal, keine Decklisten oder irgendwas einschicken musst, sondern wo du einfach, sagen wir, vier Klassen nimmst und sozusagen von jedem dieser vier Klassen auch ein beliebiges Deck dann spielen könntest. Ja. Ist es da eigentlich irgendwie so, dass man generell sagt, man könnte sich zum Beispiel die vier Klassen seines Gegners angucken, dann überlegen, was er spielt, dann vier Decks nehmen und dann bannen? Oder darf man sozusagen, nachdem man die vier Klassen von ihm gesehen hat, schon gar nichts mehr verändern? Das kann man probieren, zählt als Bescheißen. Machen einige Spieler auch, das musst du so machen, du darfst ja immer nur, und drum ist die Regel, ein Deck in der Lobby drin haben. In Genau, aber das ist ja einfach sozusagen, turnieren du das, kannst ja. ja einfach, du kannst ja, zum Beispiel auf Battlefy ist das ja so, du siehst deinen Gegner und du hattest ja schon deine vier Decks mit reingenommen und dann hast du halt, sagen wir, 16 Decks vorbereitet oder so und dann siehst du halt, okay, mein Gegner hat irgendwie, sagen wir, Druid, Magier, Warrior und was weiß ich oder so und dann nimmst du halt vier Decks und ziehst aus den anderen halt jeweils eine Karte raus und dann bannst du. Also ich meine gar nicht in die, und dann gehst du mit ihm in den Challenge Screen. Also dass du während, also sozusagen noch während der Challenge mehr als diese vier Decks hast, klar, das ist Ja, das ist auch der Grund, beschissen. warum ich ungern auf Battlefy spiele, weil sowas rein theoretisch möglich ist. Ich würde es trotzdem nicht machen. Und auf Stryfire zum Beispiel und auf anderen Seiten ist es so, dass ich die Leute immer erst herausfordere und dann meine Klassen picke. Okay, und das ist sozusagen auch gewollt, sagen wir mal so von den Regeln her so. Dass du erst die Herausforderung machst und dann, Ja, also sozusagen, ich weiß gar nicht, wie da sozusagen die Rechtslage ist, ob erst gechallenged werden muss, also wenn das wirklich nee, ist jemand nicht mal, sagen wir, dem vorgegeben. Admin meldet, wird erst gechallenged und dann die Decks gepickt? Oder wird. Ist nicht vorgegeben, wird von den Admins aber empfohlen, dass man erst den anderen Ingame challenged und dann pickt. Und jeder erfahrene Turnierspieler wird es genauso machen, weil er genau sich vor dem Fall schützt, den ihr gerade gesagt habt. Ja, okay. Weil das ist halt irgendwie, jede Seite hat es jetzt anders gemacht, hat man jetzt bei Battlefly gesehen und irgendwie kriegt man da auch die Infos nicht hin und dann entstehen dann schauen Streitfälle. Battlefy ist von dem, also Battlefy ist technisch gut gemacht, aber allein aufgrund dessen, dass man sowas kann, wie ihr jetzt gerade gesagt habt, weil jetzt hast du noch mehr Decks als die neuen, das heißt, du hast 18 Decks. Das heißt, du bringst, sagen wir mal, du kannst drei Decks picken, das heißt, du bringst einen Warrior mit, du bringst einen Warlock mit, weil Warlock kannst du die möglichst, du nimmst halt einfach nur drei Klassen, die du variieren kannst zwischen Maximal Aggro macht, und Control. ja. Und sagen wir mal, ein Hunter, ja. Das heißt, du brauchst dir einen Face Hunter, einen Midrange Hunter, einen Control Hunter. Und zusätzlich brauchst du dir aber auch noch den Face Hunter, musst du nicht unbedingt taggen. Sagen wir mal, WL ist besser. Du baust dir einen Maligos WL, du baust dir zwei verschiedene Zulogs, einen Hybrid Log und einen Reno Log. Und zusätzlich baust du dir alle Decks noch jeweils mit, sagen wir mal, Doppel-Us und Harrison, falls du gegen eine Waffenklasse drankommst. Und einmal noch mit Doppelkäser Mystic, falls du gegen eine Dingsklasse dran kommst. Also so vom Prinzip her, ja. Das Ja. reicht von den Plätzen nicht mehr. Und das würde ich aber nicht machen. Also das geht teilweise, aber es ist Don't you come schon again. unter Nicht Beschiss. jemand spekt an, Okay. solange ihr Gut, jetzt weiß man nerdet. wenigstens mal Bescheid. Ja, aber das geht. Das habe ich auch in Turnieren schon gesehen. Aber, puh, ja, keine Ahnung. Am Anfang war es halt so, dass es halt öfters noch vorgekommen ist. Wo dann auf einmal die Leute, kann mich an Trino mehr erinnern, der dann irgendwie
die ersten zwei Runden mit einem Deck gespielt hat, gegen irgendwen, gegen seinen Warrior, und er hat Doppel-Us drin in einem Zoo. Was ich ja gefragt hatte, wow, okay. Das ist aber ziemlich ballsy, da einfach ein Doppel-Us zu spielen, und dann im nächsten Game hast du dann gesehen, irgendwie, dass er fünf Warlocks irgendwie im Auswahlbildschirm hatte. Okay. Ja, würde ich eher davon abraten. Der scheint so ein Beispiel für sowas zu sein, ne? Ich habe nur Negatives von dem gehört, so was Hearthstone angeht. Ach so, nein, nein. Das Oder? war jetzt, das war einmal, glaube ich, am Anfang. Und da war es halt auch nicht festgelegt. Okay. Genau. Zur Frage Last Hero Standing oder Conquer. Ist Last Hero Standing, geh mal die Strategie da nochmal durch, Ja, wenn genau. das Sinn macht. Ja, Weiß doch, nicht. klar. Also ich Da, schon. da wäre vor allem, da, ja, so bei solchen, vor allem bei solchen, wie würdest du an solche BO3 Blind Pick Sachen rangehen? Last Hero Standing. Das ist ja zum Beispiel dieses ESL-Turnier jetzt am Sonntag immer, und ich meine, Match Arena hat auch immer montags eins, die halt genau nach diesem Prinzip dann funktionieren. Das ist Best of Three. Und du trittst Genau. aber mit drei Decks an, oder? Du musst oft sogar noch nicht mal Klassen vorher nennen. Teilweise, ich meine, ESL ist mit drei Decks oder so, Genau, Match Arena ist, ESL, glaube ja. ich, Match Arena ist sogar, musst du noch nicht mal irgendwas nennen. Das ist super blind. Du weißt aber auch nicht, was der Gegner spielt. Nö, genau. Aber du kannst dann. Das macht ja gar keinen Sinn. Moment. Ja, und dann ist es halt Last Hero Standing. Und das ist halt sozusagen, du musst halt das erste gewinnen, dann hast du praktisch das Match gewonnen. Weil du dann sein Deck, was dich wieder umschlägt, counterpicken kannst. Ja, genau. Das ist super dumm. Ja, und aber es ist halt oft so, dass da irgendwie nur 128 Leute oder sowas mitspielen. Gibt es das WM-Punkte? Oder ja, Ja, genau. deswegen haben wir das ja in Betracht Es gezogen. ist halt mathematisch gesehen eine relativ gute Chance, Ja. diese Punkte zu bekommen, aber es ist halt richtig der Aids-Modus. Ja, das ist halt typisch. Es tut mir leid, dass ich das sage, liebe ESL, aber es ist typisch ESL. Nee, das supporte ich deinen Standpunkt. Das ist, ja. Die haben auch bei Dota und anderen Spielen ein grauenhaftes Regelwerk und haben da irgendwie. Die haben gute Leute da, die sich mit E-Sports auskennen, aber dann wollen die da irgendwie so eine Turnierformate anbieten. Ja, Aber da muss man halt eben abwägen. Das Teilnehmerfeld ist halt kleiner. Das heißt, man braucht irgendwie so ein bis zwei Wins weniger als bei anderen Turnieren. Und dann überlegt man sich so, lässt man sich darauf ein? ja, klar, weil 128 ist so ein Riesenvorteil mathematisch betrachtet im Vergleich zum 256er oder gar 512er. Weil du musst halt nicht mehr auf einmal 7 oder 8 Spiele in Folge gewinnen, um irgendwie Top 1 zu werden oder um in die Punkte zu kommen, sondern auf einmal nur noch 6 oder 5. Das Genau. ist super wahrscheinlich. Also beim letzten Mal hatten wir es zum Beispiel so, dass wir erste Runde freilos hatten und das, also es war halt ein 256er Bracket, aber halt nur mit, sagen wir, 180 Leuten oder so. Dann halt erste Runde freilos und zweite Runde halt im Grunde so ein lebendiges freilos, also irgendjemand auf Rang 15 oder so, der Lebendiges Frei. der nichts konnte. Oh. Okay, ja, so ein lebendiges Freilos hätte mich neulich mal fast aus dem Turnier gekickt. Ja, und dann ist es Und halt dann wahrscheinlich, ja, das sehe ich schon. da Also, hat es man lohnt halt dann sich im halt Grunde zu schon spielen. die ersten beiden, also ist man halt schon in der Top 64, ohne irgendwas getan zu haben müssen eigentlich. Mit ein bisschen Glück. Ja, das heißt, du musst noch in die 32 kommen, in die 16, in die 8, in die 4. Das heißt, du musst nur 4 Matches in Folge gewinnen. Bei anderen musst du Genau, halt 8 in Folge gewinnen. aber du musst es halt irgendwie mit so einem ekligen Modus halt irgendwie schaffen. Na gut, aber der eklige Modus ist ja für alle gleich eklig. Das heißt, du musst einfach nur besser in dem ekligen Modus sein als die anderen. Und so ein Modus, zum Beispiel Last Hero Standing, wenn es so wichtig ist, das erste Game zu gewinnen, dann rückst du entweder mit dem stärksten Deck an, das es überhaupt gibt, Klammer auf, irgendeinen Druide, oder du rückst an gegen, du wirst es ja mitkriegen, wenn du die Turniere öfters und öfter spielst, was die Leute selber bringen. Weil es kann sein, dass dann jeder anfängt, das beste Deck einfach zu spielen. Und dann musst du derjenige sein, der den größten Druiden-Counter ever auspackt. In der ersten Runde. Dann Ist auch wirst die Erfahrung gewesen meistens, dass die immer mit Druide oder mit Zoo halt anfangen. Ja. Da fühlen sich, glaube ich, die meisten Leute sicher mit, und das ist dann einfach schon so ein psychologischer Standpunkt. Die meisten sagen, ah, Druide ist stark, das weiß ja jeder und deswegen nehme ich das. Ja. So, das muss man dann auch mit einberechnen, sag ich mal.
Ja, Druide oder Zu, das heißt, du musst einfach wahrscheinlich selber einen Druiden spielen, der super krass gegen Druide und Zu getaggt ist. Zum Beispiel. Ja, Weil das ist eine macht. Mischung zwischen der ersten und der zweiten Strategie. Stackt quasi beide Strategien ab. Also, das heißt, du taggst rein, weiß ich nicht, du taggst rein einen MC-Tag, du spielst auf jeden Fall Doppel Ancient of War. Wahrscheinlich noch nicht Könnte mal. man Black Knight überlegen? Auf jeden Fall, ja. Gegen andere Druiden zum Beispiel könnte man Black Knight spielen. Black Knight wird auch wiederkommen als Tech-Karte. Ja. Ja, in dem Moment, wo Ancient of Wars gespielt werden, macht das ja Sinn, ne? Wenn man den wegschnetzeln kann, ist das ja ganz cool. Ja, man könnte zum Beispiel auch einen Big Game Hunter rausnehmen und dann stattdessen den spielen. Kommt darauf an, wie viel Dr. Boom man sieht. Rein theoretisch. Die Zeus, die ich im Moment sehe, spielen oft mindestens einen Sea Giant. Stimmt, ja. Ja, müsste man drin lassen. Und viele spielen auch Dr. Boom auch noch. Okay, aber das ist ein super awkward Format. Normalerweise Last Hero Standing ist ja, sagen wir mal, Best of 5. Und das ist halt tricky, weil du versuchst halt ein Deck zu nehmen, was die Meta am besten beantwortet. Ist im Prinzip so wie die Ladder, die wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, wenn du viel Druide, viel Warlock Zu und was erwartet man noch so? Viel Aggro erwartet, dann nimmst du auf jeden Fall einen Patron mit normalerweise. Ja, so. Oder du kannst auch einen Priester mitbringen dann oder so. Und so suchst du dir Decks aus, die möglichst divers sind teilweise, aber gleichzeitig die ganze Meta bashen können. Und zwar jedes Ja. einzelne gegnerische Deck. Und das ist halt wichtig. In Conquest schaust du oftmals, dass du möglichst gleiche Decks mitbringst, weil du in eine Kerbe hauen musst. Und in Last Hero Standing, wenn du möglichst gleiche Decks mitbringst, hattest du f zum Nachteil, dass du 3-0 werden kannst von einem gegnerischen Deck. Und das versuchst du zu vermeiden. Und darum nimmst du oftmals ein Control-Deck mit und zwei Midrange-Decks oder ein Aggro-Deck, ein Midrange-Deck und ein Control-Deck. Sowas in die Richtung. Macht Sinn. Das ist dann stabiler insgesamt. Generell in Turnieren sieht man gar nicht so, oder haben wir bisher gar nicht so selten Murloc Paladin gesehen. Was hältst du davon eigentlich? Oder wie würdest du dich dagegen aufstellen? Ist ein gutes Turnierdeck, weil es gut gegen Control-Decks ist. Und viele Leute tendieren momentan dazu, in wieder Control-Lineups zu bringen. Warum ist das so? Weil wenig Leute momentan Secret Paladin spielen. Ja. Es gab eine Phase, da war Secret Paladin T1 und jeder hat Secret Paladin gespielt. Das wurde abgelöst von der Phase, wo jeder was gespielt hat, was gut gegen Secret Paladin ist. Drum sind jetzt die Secret Paladine verschwunden und jeder spielt einfach nur noch Sachen, die gut gegen Secret Paladin sind und Secret Paladin ist verschwunden. Das heißt, der nächste Step wird sein, dass man jetzt Sachen spielt, die gut gegen alles gut sind, die gegen Secret Außer Paladin Secret gut sind. Paladin. Ja. Genau, und das heißt, dass der Secret Paladin jetzt wieder gut wird, weil die Sachen wieder verschwinden werden, die gut gegen Secret Paladin sind. Und Murloc Paladin ist halt gut gegen alles, was controlig ist und relativ langsam ist, aber ist schwach gegen Midrange-Decks meistens. Gegen Druid zum Beispiel, ne? Gegen Druid zum Beispiel, gegen einen Midrange, gegen einen Secret Paladin zum Beispiel ist es auch nicht sonderlich gut. Das heißt, dass sich hier die Meta dreht und zum Beispiel Secret Paladin jetzt auf einmal wieder stark ist. Weil es einfach keine Sau mehr spielt und weil keine Sau mehr den Counter dazu spielt. Und weil es gut gegen Druide ist. Ja, wie gut ist es gegen diese Taunt-Druid-Sachen? Gegen die Taunt-Druid-Sachen ist es auch noch gut. Das wäre den Ulderman wahrscheinlich mal als gutes Target so. Ist Doppel-Ulduman drin und meistens, wenn du die Curve bis Turn 6 spielst, dann bringt ihm auch ein dicker Baum nichts mehr. Ja, gut. Und Midrange-Druid ist zum Beispiel auch momentan relativ stark. Ist gegen die ganzen Druiden stark. Doppel-Equality. Hallo? Paladin Doppel-Equality. meinst du? Ja, Midrange Paladin, genau. Ja. Midrange Paladin ist irgendwie so ein bisschen. Ich finde, das ist so ein. Das Deck ist manchmal ein bisschen zu fair irgendwie. Das spielt.
spielt halt irgendwie so alles, was Secret Paladin spielt, aber hat halt irgendwie keinen Dr. Six. Ja, hat aber dafür andere Sachen. Also wird halt wieder kommen, gerade wenn jetzt viele Control Warrior wieder auftauchen. Ja. Also ich meine, Aber ich. Tobi hat das zum Beispiel jetzt in Köln Der hat das gespielt, unter Tavern Hero anderem. gewonnen, ne? Genau, ja. Haben extra mit dem Deck auch vorbereitet. Und auch andere Spieler haben jetzt angefangen, das zu spielen. Und das ist dann der nächste Meta-Step im Prinzip. Das heißt, man kann sich eigentlich auch schon wieder überlegen, okay, was kommt danach? Was ist gut gegen den Midrange-Paladin und gegen den Step davor? Und dann wird Midrange-Hunter ist halt generell relativ stark, weil es ein Midrange-Deck ist und deshalb gut gegen die ganzen Control-Decks ist, die rumlaufen, aber auch gut gegen andere Midrange-Decks ist. Das kann man sich überlegen. Du wirst halt immer einen Schritt vor der Meta sein. Gut. Also du meinst, 6 sollte man noch holen, also 6 Punkte an meiner Stelle, so 14. Ja, ich habe momentan 13, krieg einen jetzt durch Legend dazu und das sollte reichen, glaube ich. Wir können ja mal kurz reinschauen. Spring. Mal kurz gucken. Ach, gestern wurde es aktualisiert. Am Gestern wurde es 15. aktualisiert. machen die das immer, ne? So, schau mal Standings. 9 Punkte braucht man gerade, dann ist man geteilter. Neun Das Punkte. war vor 15 Tagen, aber oder so, nachdem. Ne, am 16.04. Das wurde jetzt gestern geupdatet. Okay, das heißt momentan 9 Punkte. Du hast 8, gell? Ja, bis gerade Ja. 160. Sieht man gar Ja. nicht. So, das Aber die ist halt heißt. geteilt bis 156. Und dann ist aber fast gar nichts passiert jetzt in dieser Zeit, ehrlich gesagt, ne? Also, weil ich meine, am 4.4. war die letzte Aktualisierung, da brauchte man auch schon 9. Ja, richtig. Ich glaube sogar, dass deine Lücke kleiner geworden ist. Dass jetzt mehr Leute um den 128. stechen und dann werden ja alle eingeladen. Na, ist halt die Frage, ne? Man kann halt Pech haben, dass es sozusagen der 129. plötzlich 13 Punkte hat oder so. Ja, gut. Oder dass der 127. 13 Punkte hat oder irgendwie sowas. Ja, gut, aber es ja, ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Aber also wenn du jetzt auf 13 Punkte gehst, gucken wir mal. Also ich habe halt momentan 13 Punkte und dann kriege ich 14. 14 sollte auf jeden Fall sicher sein. 13 könnte eng werden. Weil wenn alle die 9 haben. Also ich weiß nicht, ob man das sozusagen übertragen kann, aber der Stand vom 15.3. auf den 1. Oder auf den 4.4. dann, also da, wo dann schon dieses Top 100 mit ausgetragen war, da ist es um von 5 auf 9 hochgegangen. Also es ist um 4 Punkte hochgegangen. Ich weiß nicht, ob man sozusagen dann davon ausgehen kann, dass es jetzt wieder so ungefähr um so einen Ja, ähnlichen Schritt hochgeht oder eher weniger oder eher mehr, das weiß ich nicht genau, es aber eher weniger, oder? kommt drauf an, wie viele von den Leuten, die um deinen Bereich sind, Top 100 spielen. Weil die kriegen die 5 Punkte. Ich würde halt immer sicherheitshalber mit den 5 Punkten rechnen. Das heißt, wenn du 8 hast und gehst dann 13, wie viele Leute haben denn 9? Weil du kannst rechnen, sagen wir mal, die Hälfte von den Leuten, die 9 Punkte hat, die kommt nicht in die Top 100. Ja. Das heißt, die überholst du dann. Würde das dann reichen? Wie viele Leute Vier, haben? 34 Leute haben 9. 34 Leute haben 9, das heißt 128. Oh, ist halt, ist ungefähr Du kannst es nicht so an der wissen. Grenze halt, ne? Du kannst es nicht wissen. Also es ist halt besser, wenn du in dem Turnier nochmal einen dritten Platz oder so machst. Ja, ist aber, ich weiß nicht, ob ich das jetzt halt sozusagen zeitlich so wirklich hinbekomme. Also, weil ich würde jetzt halt erstmal probieren, nochmal Legend zu machen und dann da irgendwie hoffentlich irgendwie eine gute Streak zu bekommen, bevor ich dann jetzt wieder jeden Tag Turniere spiele und mich dann nicht so richtig aufs Ladern konzentrieren kann. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Aber zum Beispiel die ESL-Turniere, die du gesagt hast, scheinen halt auch relativ easy zu gehen im Vergleich zu anderen Turnieren.
Ja, da ist der Vorteil, dass es halt auch nicht so ein Zeitaufwand ist, wenn du da rausfliegst. Ja. Oder also. Das schnelle Format ist sozusagen effizient. Ja. Ja, du musst halt auch zusätzlich rechnen, dass jeder der Leute, die jetzt quasi über dir sind, auch noch einen Punkt mindestens für Legend dazu kriegen. Ja. Am Ende könnte es bitter werden, dass ich vorletzte Season zu faul war. Ja, das kann passieren, weil du kommst halt zum Beispiel mit Gleichstand noch an den momentan 81. und dann sind noch die ganzen großen Punkte nicht eingerechnet. Das heißt, du Ja. bist 81 bis 100, ja, und dann musst du schauen, 81, 128 sind 19, 19, 39, 47 Leute dazwischen. Ja, und Wird das denn ist halt genau die Hälfte der Leute, die dann Top 100 machen. Fragezeichen. ja, wird denn noch irgendwas Dickes jetzt vergeben? Es gibt keinen Major oder irgendwie sowas mehr, oder? Major gibt's glaube ich nicht, ne. Also es wird wirklich nur noch das, was jetzt die Leute in den letzten 15 Tagen an kleinen Gammelcups gewinnen und diese Punkte dann für die Top 100. Genau, Ah, ist einfach super schwierig zu predikten, kann alles passieren. ja. Aber wie würdest du vorgehen, wenn, nehmen wir an, am 26. kommen die neuen Karten? Was würdest du machen? Ja. Naja, du musst dich so aufstellen, dass du möglichst. Also das Problem ist halt, ich kann das nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die machen werden. Weil sie eine neue Ladder einführen werden. Es kann halt sein, dass sie einfach die Ladder resetten und dass jeder einfach 4 Tage Zeit hat. Oh wow, das wäre richtig frech. Aber das bezweifle ich Das stark. bezweifle ich auch Ich glaube, da stark. würden die den Shitstorm ihres Lebens bekommen, oder? Solche Leute, die ihre Zeit irgendwie 4 Tage vor Ende auf, also sagen wir in der Top 10 sind und denen wird dann gesagt, ja, hier, vielen Dank, Das mach doch wirklich noch. nochmal. Das kann man halt eher vorstellen, dass du wirklich, wie gesagt, die Ladder splitten, du bekommst 1 zu 1 den Rang, den du hattest, aber dir wird dann halt trotzdem auch gesagt, so mein Junge, du bist jetzt immer noch Rang 100 Legend, aber du musst jetzt in der Standard-Ladder weiterspielen. Das wäre halt auch schon recht schlimm genug, finde ich. Das wäre okay, weil was wird Aber ja, es ist passieren? noch fairer, ja. Was wird passieren? Die Meta wird ein riesengroßer neuer Haufen sein und keiner hat ein gutes Deck. Oder So. viele haben einigermaßen gute Decks, aber keiner hat ein perfektes Deck. Genau, das bedeutet, du musst probieren, irgendwie ein ganz gut ausgerundetes Deck zu spielen, oder? Ja, also was vielleicht Sinn macht, ist sich schon Decks zu überlegen, die halt super gut sind. Oder die halt Aber wie gut werden könnten. bisher wissen wir doch nur 50%, oder? Also kannst du schon irgendwas sagen, was du glaubst, was richtig reinhauen wird? Also zum Beispiel solche C-Toon-Decks oder Cartoon-Decks, ich kann die gar nicht einschätzen, wie Ja, kompetitiv die überhaupt sein werden. wahrscheinlich am Anfang noch nicht so, weil du nimmst. Ich glaube, das Beste am Anfang wird sein, dass du ein Basisgerüst eines extrem guten Decks nimmst, was am wenigsten verliert durch die neue Expansion und das Guter vielleicht aufwertest. Das müsste eigentlich einigermaßen solide sein. Hm. Dann ist halt nur die Was? Frage, wie es in der Meta positioniert ist. Was wäre zum Beispiel mit Midrange-Schaman? Wird stark sein, wird am Anfang jeder spielen. Durch die Karten, die Okay. es einfach kriegt. Und dann können wir wieder auf die Punkte gehen, die wir vorhin besprochen haben. Wenn wir das predikten, dann kann man halt dagegen dann tacken. Genau, die Frage ist nur, welches Deck ist gut gegen einen Midrange-Schami, der die ganzen Buffs kriegt. Der kriegt ja unendlich viele gute Karten reingedrückt. Ich glaube, für die hauptsächlichen Gedanken sollte man noch den 21. abwarten, weil da dieser Blizzard-Stream ist, der nochmal die Karten vorstellen will. Genau, und vor allem, man muss abwarten, welche Nerfs kommen werden. Ja. Weil die werden zwar neue Karten printen und das macht auch super viel mit der Meta, aber am meisten Input auf Standard werden die Nerfs haben. Und Big Game Hunter. ja. Die Frage ist, ob Big Game Hunter ist jetzt momentan nur so übermächtig, weil jedes Deck Dr. Boom spielt. Aber Big Game Hunter ist ja halt immer ein Problem, sozusagen, wenn es darum geht, ob man solche Karten wie, sagen wir, Gruul oder irgendwie sowas spielen möchte. Das Das. ist klar, aber ich glaube, ein Deck, das Gruul spielt, vor dem habe ich momentan keine Angst. Naja, klar. Also. Ich mein nur sozusagen halt alles, was viel Mana kostet und keinen direkten Impact hat, ist ja immer schlecht wegen Big Game Hunter. Boah. Ja, aber die Frage ist halt, wirst du Big Game Hunter noch brauchen? Weil, sagen wir mal, es rennen die Druiden rum, die keinen 7er Angriffsdrop mehr spielen und die T1 sind. Big Game Hunter fällt instant aus der Meta raus dadurch.
Ja, gut, das kann sein. Also, ich glaube, Big Game Hunter ist halt eine Antwortkarte. Und in dem Moment, wo die Fragen nicht mehr gestellt werden, die Big Game Hunter als Antwort stark machen, fällt der halt instant weg, logischerweise. Darum verstehe ich nicht, dass viele Leute den Big Game Hunter so überbewerten momentan. Weil es ist halt einfach nur eine Tech-Karte. Mehr, nicht mehr. Glaubst du, die Combo wird verändert, also die Druid-Combo? Das wurde ja schon semi-confirmed, ne? Die meinten, ja, Druids Basic-Karten werden auf jeden Fall verändert. Ich denke, sie werden Wildcrow vielleicht insgesamt vielleicht komplett überarbeiten oder es, also oder vielleicht sogar löschen. Oh. Könnte sein. Weiß ich nicht. Aber ja, das ist ja alles jetzt. Ja, Spekulation jetzt. Ja. Aber man kann halt schauen, okay, welche Decks sind halt momentan stark, die wenig verlieren. Midrange Hunter, Midrange Paladin ist super, super mächtig momentan, glaube ich. Verliert Aber einige Karten, wird wird spielbar alles sein. verlieren, oder? Also Minibot, Master, Shredder, Belcher. Ja, kannst du aber ersetzen durch andere Karten. Das ist das Schöne beim Paladin, weil er im 4-Drop so stark ist. Aber ich sehe einfach keinen. Also sozusagen, wie willst du Master, Cockhammer und Minibot ersetzen? Minibot Also. ist schwer, aber du kannst Zombie Chaos spielen. Oder? Nee, kannst du nicht. Ja, die sind Zombie auch Chaos weg. fallen auch raus. Also das Early Game leidet halt, aber du kannst es ersetzen. Ich müsste nochmal nachschauen, wie es geht auf jeden Fall, weil jetzt im Standardformat auch das öfters gespielt wurde. Und du kannst Aldor Peacekeeper ist 3-Drop spielen. Klar. Ist auch gut. 4-Drops hast du eh wie Sand am Meer. 5-Drops Ja, die wird verlierst es du immer nicht so geben. viel. Ja, muss man mal gucken. Auch Naja. Drachenpaladin rein theoretisch gut spielbar. Drachensynergien generell werden stark werden. Ja, stimmt. Die sind die einzigen, die im Grunde nichts verlieren, ne? Genau. Aber okay. Schauen wir nochmal ein bisschen zurück auf wie man am besten WM-punkttechnisch irgendwie unterwegs ist. Weil was halt interessant werden wird, sind die Prelims, die sind glaube ich Mitte Mai angesetzt. Okay, ja, Das die heißt, werden die ja sind auf auch schon jeden durch. Fall dann im Standard sein, denke ich, oder? Ja, die werden im Standard sein. Und das wird interessant werden. Gut, aber das ist sozusagen nicht das, worüber ich mir jetzt Sorgen mache. Erstmal würde ich mich gerne dafür qualifizieren, dann kann ich mir immer noch Sorgen machen. Okay. Ja, genau. Dann ist ja, wollen wir dann nochmal klären, also sozusagen, wie man jetzt für Per den effizientesten Weg machen würde für diesen Monat, wie man den angehen soll. Das heißt also, dass wir dann, das ist sowieso für uns beide gut, mal über das Line-Up sprechen, welches wir fahren und dann halt gucken, so, wie wir das dann in den Turnieren einbringen, in den verschiedenen Modi. Macht das Sinn? Ja. Ja. Könnte man. Wie ist das denn generell zum Beispiel, wenn du. Oder wie würdest du nochmal bannen, sage ich mal, beim Conquest, wenn du halt sowas wie Druid siehst und du jetzt aber halt nicht weißt, was das für ein Druid ist? Also nehmen wir an, wir haben unser altes Lineup, was halt gut gegen den normalen Druid ist, aber halt nicht besonders gut gegen den Taunt Druid. Ja, ich würde sagen, wir sagen noch mal kurz, was das Line-Up ist, um das dann aber wie. Gut. So also speziell das als Beispiel zu nehmen, ist, glaube ich, einfach gut. Ja. Also das Lineup sozusagen, was wir nur minimal verändert halt immer gefahren sind, war halt irgendeine Art von einem Midrange Hunter. Irgendeine Art von einem Midrange bis aggressiven Paladin, also Secret Paladin oder Midrange Paladin. Irgendeine Art von Zu, also Standard Zu oder Burst Zu. Ja. Und einen Aggro Druiden. Ja, welche Decks targetst du mit dem Lineup? Das war halt immer der Druide gewesen und Secret Paladin, aber es passt jetzt halt nicht mehr so ganz. Ja, und Und deswegen funktioniert das jetzt gerade auch nicht mehr. das ist das Problem. Weil in dem Moment, wo du eigentlich den Druid und den Pala targetest und das passt nicht mehr auf den Druiden und du würdest den Druiden bannen, ist relativ offensichtlich, dass die Taktik nicht stimmt. Weil du targetst ein Deck und bannst es dann, macht keinen Sinn. Na klar. Solltest gegen den Druiden trotzdem noch einigermaßen vorne sein. Was du bauen kannst, ist ein Lineup,
Was zum Beispiel Druide als Schwachstelle hat, wenn du den Druiden bannen willst, dann musst du aber andere Decks targeten. Das heißt, du musst hier wissen, der Bann erfolgt immer als Unterkategorie deiner Strategie. Ja. Und wenn ihr sagt, okay, wir finden nichts, was gut gegen den Druiden ist, dann könnt ihr den Druiden einfach perma bannen und target einfach neue Sachen. Die Sache ist aber, die meisten Decks, die schlecht gegen Druide sind, sind dann wieder Combo-Decks, wo wir wieder bei dem Problem sind, dass wir die nicht so gut spielen können. Ja, aber in Conquest ist es zum Beispiel auch nicht so schlimm, wenn der Druide einfach gewinnt einmal. Zum Beispiel. Klar. Und, oder wenn man ihn einfach bannt und man targetet ja jetzt nicht alle anderen Decks, also eigentlich schon, aber du musst jetzt nicht unbedingt Combo-Decks spielen. Das ist in Conquest nicht so super wichtig. In Last Hero Standing ist es was anderes, weil du kannst dort Lineups bauen, die ein Deck als Schwachstelle haben. Und kannst zum Beispiel den Druiden perma bannen und baust dann lauter Decks, die einfach schwach gegen Druide sind. Das heißt, du baust einen Renolog, du baust, was ist noch stark, aber schwach gegen Freeze-Mage. einen Freeze Mage und oder ein Handlock, ein Freeze Mage und was ist noch Findest du Handlock ist so wahnsinnig schwach gegen Druide? naja, das war ein schlechtes Ich fand, also weil wir haben letztes ja, Season nee. haben wir das auch ein bisschen gespielt und da hatten wir eine ganz lustige Winning Streak auch in die Top 100 rein mit der Liste von Elois. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich habe die bestimmt mal gesehen, Das ist so eine komische mit Brenn. Ausbildet. ja. Ja, Druide ist halt durch die Combo, ist halt schon Aber problematisch, wenn man es richtig wir haben die spielt. halt relativ gut umgehauen eigentlich. Also wir hatten ungefähr, ich glaube, Dieses wir Deep. waren sogar favorisiert gegen die, also was die Statistiken sagen, aber ich habe mich da auch immer so als 50-50 fast gefühlt. Ja, gut, aber das Beispiel ist jetzt eigentlich. Ob du jetzt vorne bist, 50-50 oder so. Also dann nehmen wir einfach Renolock in dem Beispiel. Also ich würde sagen, du bist halt mit Handlock tendenziell doch auf jeden Fall leicht hinten, mindestens gegen den Druiden. Einfach, weil der dich einfach irgendwie so auf 14-15 bringt, einen Minion auf dem Board hat und dich dann töten kann und du eigentlich nicht wirklich groß was machen kannst dann. Also von der Grundstrategie her. Viele spielen es falsch, dann bist du auf jeden Fall vorne. Viele spielen es halt besser und dann bist du, glaube ich, hinten. Aber Ja, ist ja wurscht jetzt. ich finde, Renolog hat ein, finde ich, sehr, sehr schlimm, das Matchup gegen Combo-Druide. Weil da hat man irgendwie das Problem, dass man irgendwie immer tappen muss, um an die wichtigen Karten zu kommen, aber irgendwann nicht mehr tappen kann, weil man sonst immer stirbt. Ja, und deshalb kann man zum Beispiel in Last Hero Standing sagen, okay, ich könnte halt automatisch den Druiden bannen und nimm dann aber einen Renolog. Eine Freeze Mage und irgendwas anderes. Und dann muss ich aber schauen, dass diese drei Decks nicht zum Beispiel schwach gegen den Control Warrior wären oder so. Also dass es nicht zusätzlich noch ein Deck gibt, was alle drei schlagen kann. Das ist halt noch wichtig. Aber die Strategie kann man halt auch fahren. Und deshalb bannen, du musst dir im Vorfeld immer schon überlegen, welche Decks du bannen willst. Und zwar jedes einzelne Deck. Und dann weißt du auch immer im Turnier, was du bannen willst. Die Hälfte von einem Turnierwin oder mehr noch ist findet vor dem Turnier statt in der Vorbereitung. Und zwischen den Runden noch. Das heißt, du wirst immer wissen, was spielt dein Gegner, welche Decks spielt er. Also ich stalk meine Gegner zwischen den Runden immer auf sozialen Media-Plattformen. Hast du da, also ich weiß nicht, was du so gespielt hast, aber ich kenne die Leute, gegen die ich spiele, zumindest in den ersten Runden relativ oft nicht. Also sind halt irgendwelche Legend-Spieler so, ne? So, wo ich keine Ahnung habe, was die machen oder. Ja, geht mir auch oft so. Ich gebe einfach den Nickname und den Nickname plus Facebook plus Twitter plus YouTube plus Twitch ein. Schaue, ob ich irgendwas über die finde. Und das gleiche mit dem Battle.net, mit der Battle.net-ID. Oder nur Hearth und zusätzlich noch nur Hearthstone und den Nickname und nur Hearthstone und die Battle.net-ID. Und meistens findest du dann nichts besonders aussagekräftiges. Und manchmal findest du aber einen Account von denen, wo die zum Beispiel vor 3 Tagen eine Deckliste hochgeladen haben. Auf Facebook zum Beispiel. Oder irgendjemand getwittert hat, dass er gegen den und den gespielt hat oder sowas. Das ist selten. Also ich schaue wirklich die Accounte von den Leuten, was die veröffentlicht haben, an. Okay.
Das heißt aber nicht, dass der das 1 zu 1 spielen muss. Und das ist halt immer so mit Vorsicht zu genießen. Aber oftmals ist es halt zum Beispiel, wenn Leute streamen, ist es halt eigentlich ein gefundenes Fressen, weil du gehst einfach auf den Twitch-Account von denen und schaust unter Recent Broadcast, schaust du mal alles durch, schaust du Was sie so in dann, letzter Zeit gespielt haben. genau, und wenn du Glück hast, findest du dann auch noch irgendwo, wo eine Deckauswahl ist, wo er alle Decks beschriftet hat, die er gestern noch gebaut hatte. Und dann kannst du schon einigermaßen einschätzen, was der spielen wird. Drum ist es halt ein riesen Nachteil, weil das machen andere Spieler auch. Drum ist es ein riesen Nachteil, wenn du streamst und Turniere spielst zum Beispiel. Ja. Genau, also so zwischen den Runden wirst du halt schon immer, du wirst halt bestmöglichst vorbereitet auf den Gegner reingehen, weil das steigert deine Win-Chancen doch erheblich. Also das ist halt wichtig. Und dementsprechend der Bann ist halt immer, zum Beispiel wenn der Gegner einen WL bringt und dein Deck ist schwach gegen einen Zulok, aber du weißt halt, okay, der hat halt irgendwie die letzten 2 Wochen nur Reno-Lock gespielt und auch von seinem Lineup passt Reno-Lock besser als ein Zulok, kannst du die Gefahr eingehen und den nicht bannen zum Beispiel. Also, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt an, unser Gegner hat Paladin, Warlock und Druid. Dann kann ich doch von seinem Lineup eigentlich gar nichts sagen, weil er könnte ja zum Beispiel Aggro-Druid, Secret Paladin und Zu spielen, oder er könnte Reno-Lock, Warlock-Paladin und Taunt-Druid spielen oder so. Ne? Das ist ja einfach komplett Ja, wobei gegenläufig. Pala WL Druid das most common Lineup ist. Weil du im Prinzip drei T1-T1,5 T2 Decks hast. Das heißt, dieses Lineup wird in den meisten Fällen ein Secret Paladin, ein Zulok und ein Combo Druide sein. In den meisten Fällen. Gegen ganz gute Spieler, die tricky sind, die bauen dann einen Anything Pala rein, einen Reno Lock und einen Taunt Druiden zum Beispiel. Das gibt's auch. Du musst halt wissen, wie tricky ist mein Gegner hier. Ja, da hilft dann ja jede Information, die man irgendwie bekommt. Genau, richtig. Und dazu machst du die Recherche im Prinzip, weil wenn du rausfindest, dein Gegner spielt Rang 8, dann wird der bestimmt nicht mit einem Murloc-Paladin, mit einem Reno und mit irgendeinem Aggro-Druid aufkreuzen. Sondern spielt er eher Secret-Paladin, Zulok und Druid. Und warum macht er das? Weil er bisher damit am meisten Erfolg hatte auf seiner Spielstärke. Weil er die drei stärksten Decks mitgebracht hat. Also dementsprechend halt. Du wirst halt immer wissen, auf welchem Level spielt dein Gegner. Was auch die Mindgames zum Beispiel betrifft. Mit welchem Deck eröffnet man. Das ist zum Beispiel auch noch wichtig. Da kann man auch noch viele Wins rausholen. Wie ist es da generell? Hast du da irgendwelche Tipps zu? Extrem kompliziert. Weil, sagen wir mal, du spielst Conquest und die meisten Leute starten mit dem Deck, was am besten gegen dein Lineup ist. Ich hatte das Gefühl, viele starten mit Druid. Ja, weil Druid generell das stärkste gegen die meisten Lineups ist. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du startest mit deinem stärksten Deck gegen sein Lineup, overall, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das erste Game dann gewinnst, relativ hoch ist. Oder du startest mit dem Deck, was am stärksten ist gegen sein stärkstes Deck, gegen dein Lineup. Das ist meistens der bessere Play. In Open Tournaments kannst du fast immer das gegnerische Deck counterpicken. Also ich glaube, ich habe 90% aufwärts Counterpick-Rate. Okay. Das Problem ist, du musst wissen, wie gut dein Gegner ist. Weil wenn dein Gegner auch ein guter Turnierspieler ist und viele Turniere spielt oder ein High Legend Spieler oder sogar ein Profispieler ist, dann wird er das auch wissen. Das heißt, der kann das Gleiche versuchen oder der kann wissen, dass du das auch probierst. Und das sind halt dann die Mindgames. Aber gegen Leute, die normalerweise so in der Mitte spielen, die so regelmäßige Turnierspieler sind, aber keine unbedingt guten Turnierspieler, die picken eigentlich immer ihr stärkstes Deck gegen dein Line-Up, was meistens der Druide einfach ist. Das haben wir eigentlich unterbewusst auch so gemacht. Und wir haben halt auch immer unseren Druiden genommen, nur dass unsere Druide halt immer gut gegen die Druiden war. Ja, das war die Sache. So, wir haben auch geguckt, so was von uns ist gut, was könnte man nehmen.
Dann haben wir natürlich noch versucht, über diesen Aspekt reinzubringen. Vielleicht möchte man noch ausscouten, was er da überhaupt spielt, um halt in den folgenden Games da mehr Informationen zu haben. Aber so im Endeffekt würde ich auch sagen, dass wir unterbewusst dann irgendwie mal den Weg gewählt haben, okay, das Deck ist eigentlich am besten gegen ihn, also nehmen wir das einfach. Ja, das kann man tatsächlich machen. Oftmals ist es aber in Open Tournaments besser, dass man einfach sein stärkstes Deck counterpickt, weil das zu wenig Leute machen. Das heißt, es lohnt sich im Schnitt nicht für Spieler einfach deinen Counterpick zu counterpicken. Das lohnt sich rein rechnerisch nicht, weil es zu selten vorkommt. Also nehmen, also ich glaube, 60, 70% der Spieler nehmen einfach immer ihr stärkstes Deck gegen dich. Und bei Ja. den mittelmäßigen Spielern machen es fast 100% so. Und du wirst halt die ganzen in dem Open Tournament wirst du die ganzen mittelmäßigen Spieler schlagen, damit du dann irgendwie Top 8 kommen kannst. Also das ist halt auch noch wichtig. Könntest du, ich glaube, das hatten wir auch irgendwohin, dass wir uns vielleicht nochmal sagen wir, du bist ja ein ziemlich guter Hunter-Spieler, dass wir sagen wir uns nochmal überlegen, was man mit seinem Hunter eigentlich so alles Lustiges anstellen kann, um verschiedene Dinge zu kontern. Also, dass du mal Ja. so ein paar Input-Sachen gibst, wie du deinen Hunter verschieden taggen würdest. Also halt so diese Gedankengänge da mal zu sehen, dass man sozusagen das Fallbeispiel hat und das dann selber irgendwie noch adaptieren kann später. Okay. Dazu könnt ihr den Stream mal aufmachen, weil dann zeige ich euch an, dass anhand des Streams ist 15 Sekunden verzögert, aber dann habt ihr ein Bild dabei. Okay. Okay. Ich muss nur die Kamera schieben. Und folgendes machen, ich muss mal schauen. Ups, das bleibt drin. Replay, Tisch, Club Lobby, Poker. So, den Druiden muss ich noch irgendwie rauspacken. Wo ist der Druide? Ich versuche mal verschiedene Hunter einzublenden. Wir gehen jetzt mal von einem Midrange Hunter aus. Ja. Weil. Okay, ich finde das gerade nicht. Edit Source. Sekunde, ich hab's gleich. Ich kann das nicht abgreifen. Ist immer so ein bisschen ätzend in dem Ding hier. So, wir haben hier den Midrange Hunter. Da haben wir nochmal einen Hunter. Okay, ich krieg das andere gerade nicht weg, aber ist ja wurscht. So, wir sehen hier verschiedene Hunter, die ich zu verschiedenen Zeiten gespielt habe. Links ist mit der älteste, orientiert sich an der Liste, die Top 10 gespielt wurde von auch einem anderen Pro-Spieler. The Chore Dude hat hier auf Top 10 NA gespielt. Spielt mit einer. War das so ein Control-Teil? Nee, das ist auch mit Range. Spielt eine Bear Trap, Doppel Snake Trap. Ansonsten ist es eine ganz normale Midrange-Liste, die einen Piloted spielt, Doppel Hound Master, einen Cult Master und einen Ram Wrangler, also mehr so Richtung Beast orientiert. Das ist eine Liste, die ich einigermaßen erfolgreich auch gespielt habe, auf NA Top 200, Top 100 oder so. Funktioniert ganz gut, weil du mit dem Cult Master doch teilweise relativ viele Karten ziehen kannst, weil die Leute nicht drumherum spielen, weil sie es nicht wissen. Doppel Was Snake würdest Trap. du, also wo würdest du den, in was für Lineups, sagen wir, oder gegen was für Lineups würdest du den favorisiert sehen oder würdest du den picken? Generell Midrange Hunter ist gut gegen andere Midrange Decks und gegen Control Decks. Wegen Savannah Highman. Du musst es halt richtig spielen. Und das gilt für alle drei. Das ist das Grundgerüst. Davon gehst du aus. Und du textest dann je nachdem, was du genau erwartest. Also dieser Hunter ist zum Beispiel noch stärker gegen langsame Decks, weil du hast mehr Card Draw durch den Cult Master drin und bist insgesamt langsamer, als es jetzt die anderen beiden Listen sind, weil du zusätzlich einen Ram Wrangler hast und versuchst dadurch noch zusätzlich noch mehr Value zu produzieren. Eine Bear Trap, Doppel Snake Trap ist auch im Prinzip Value und Beasts erzeugen. Das heißt, die Liste ist langsamer als die anderen beiden, die ich eingeblendet habe, weil die Meta einfach langsamer war. Das heißt, die Liste ist noch besser gegen den Control Warrior zum Beispiel, als es die anderen beiden Listen sind.
Ist aber nicht mehr so gut gegen Zoot zum Beispiel, weil es einfach zu langsam ist. Obwohl es Doppel-Web-Spinner spielt. Und baut halt mehr auf dieser Beast-Synergie auf, was teilweise auch in die Hose gehen kann. Aber eigentlich einigermaßen funktioniert. Also, und Ramp Wrangler ist halt der Nachteil, es ist generell keine gute Karte. Wird halt hier in dem Deck geboostet, weil du einfach Doppel-Snake und einen Bear-Trap spielst. Von Fallen her. Die zweite Liste, Midrange Top 100, ist die Liste, die ich glaube auch rechts steht. Ne, ist fast die Nee, Liste, die das. rechts steht. Eine Karte Hunter's ist Mark noch. und Spinner sind vertauscht, oder? Genau, Hunter's Mark Spinner sind vertauscht. Das ist die Liste, die ich auf Top 50 NA am letzten Tag der Season gespielt habe. Wäre auch Top 10 oder sogar noch mehr drin gewesen. Top 10 Legend. Ich habe aufgehört zu spielen, weil ich einfach die Top 100 da genommen habe und die 5 WM-Punkte einkassiert habe. Die Liste habe ich ursprünglich anders gespielt. Die Liste ist eine Ableitung der ersten Liste. Was habe ich hier geändert? Ich habe ein paar Leute Shredder raus und rein und den Ram Wrangler raus, weil der einfach zu oft nicht getriggert hat. Ein paar Leute Shredder besser ist gegen so Zoo und so Gedöns im Prinzip. Als der Ram Wrangler. Ich habe einen Kaltmaster raus, weil die Meta schneller geworden ist. Das heißt, du hast den Card Draw nicht unbedingt gebraucht und der Kaltmaster an sich ist nicht gut genug. Vor allem, du hast ihn oft einfach nicht bekommen, wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, genau. Zusätzlich habe ich reine Glaive Suka. Und eine Explode Trap. Also, ne, ursprünglich hatte ich die Traps genauso, wie sie da sind. Aber ich habe eine Glaive Suka reingetan, weil sie gut gegen Zoo ist. Freezing Trap zusätzlich rein anstelle der Bear Trap und Explosive Trap anstelle der zweiten Snake Trap. Ich habe ursprünglich gespielt, die Bear Trap raus, eine Freezing rein. Doppel Snake. Dann haben mir die Leute aber. Dann hat mir Zoo die Bude eingerannt. Weshalb ich quasi eine Glaive Suka und eine Explode Trap zusätzlich getaggt habe. Das heißt, dieses mittlere Deck ist gut gegen Zoo. Unfassbar gut gegen Zoo. Bestimmt 80% Winrate gegen Zoo. Weil es eine Zeit gab, wo am letzten Tag der Season haben fast alle Leute Zoo gespielt. Und deshalb habe ich die Meta aufgeräumt mit diesem Deck, weil es die Meta beantwortet hat. Okay, warum ist das so hoch, sagst du, oder wie würdest du dagegen rangehen? Naja, du bist generell vorne, weil sobald du Nahe Shackler Unleashed kriegst, mit Coin 4 oder Turn 5 oder Turn 6 gewinnst du gegen Zoo. Fast immer. Das sind aber beides Karten, die du nicht keepst, oder? Ah, es kommt darauf an, wenn du Coin hast, keepst du die durchaus. Doch, doch. Also Nahe Shackler ist eher so, muss man gucken irgendwie. Aber zusätzlich kaufe ich mir durch die Explosive Trap und die Glaive Suka und Doppel-Web-Spinner, so viel, und Doppel-Hunted Creeper, eine Eule noch und so, habe ich so viel Early Game Board Control, dass ich im Zoo das Board streitig machen kann am Anfang. Und deshalb kaufe ich mir mehr Zeit, um in meine Combo reinzuziehen und einfach auch, um Schaden zu verhindern und ihm keine gute Trades zu geben und damit gewinne ich mehr Spiele. Also allein dieser Austausch von diesen paar Karten verbessert mir das Matchup auf 80% aufwärts. Freezing Trap habe ich zusätzlich reingenommen, weil es eigentlich eine gute Tempokarte ist im Midrange und gut gegen zum Beispiel Druide ist und so. Ist teilweise auch gar nicht so schlimm gegen Zoo, hatte ich das Gefühl, wenn du das auf im Gangboss oder sowas bekommst. Ja, genau. Und drei Traps sind unfassbar schwer drumherum zu spielen. Also viele Aber Leute ist auch misplayen das. ziemlich Den Random schwierig für Pass. dich dann, ne? Weil aus dem Scientist ist es dann ja auch irgendwie so ein kompletter Coinflip, was dann da rauskommt. Oftmals ja, aber gut, dann kannst du gamblen. Du weißt ja, auf was du gamblest. Der Gegner weiß nicht, auf was du gamblest. Oftmals kannst du es einfach so spielen, als ob es so eine Trap wäre und das ist dann so glaubhaft, wenn du es schnell genug spielst, dass der Gegner eh drumherum spielt auf Top Legend. Also du kannst auch aus einer falschen Trap, wenn du die richtig spielst, kriegst du genauso viel Value wie aus der richtigen Trap. Das ist oftmals kein Problem. Das ist halt beim Hunter der Vorteil an den Fallen. Weil es noch eine Ebene gibt. Erstens, du kannst die Fallen besser taggen und zweitens, du spielst Fallen immer entgegengesetzt der Meta. Weil die Leute werden einfach das spielen an Fallen und um das rumspielen, was sie kennen. Das heißt, wenn du so spielst, als ob das einfach die Karte ist, die Falle, die in der Meta präsent ist, spielen die Leute einfach drumherum. Warum? Weil es sich nicht lohnt, oftmals. Also du musst ihnen aber auch die Möglichkeit drumherum zu spielen, weil wenn sie es eh so testen können oder auch nicht,
Also wenn sie nicht bestraft werden, wenn sie drumherum spielen, dann spielst du es natürlich nicht, ja. Aber weil es sich nicht lohnt, drumherum zu spielen, einfach. Weil die treffen einen Midrange Hunter von 10, der eine Explode Trap spielt, zum Beispiel. Und die dritte Liste, die rechte Liste, ist aus der zweiten dann hervorgegangen, weil das eine Liste ist, als viel Su rumgelaufen ist, haben die Leute angefangen, Combo-Druid war davor, dann kam Su als Antwort auf den Combo-Druid und als Antwort auf alles andere im Prinzip auch. So ist die mittlere Liste entstanden, die rechte Liste ist entstanden, weil ich dann doch zu viel gegen Combo-Druide verloren habe, weil die Engine of Wars doppelt gespielt haben wieder. Und deshalb waren die wieder stark gegen Su und beide waren vertreten. Das heißt, die rechte Liste ist ein bisschen stärker noch gegen Combo-Druiden. Deshalb ist der Webspinner rausgegangen und der zweite Hunter's Mark ist reingegangen. Ist aber noch immer gegen beide Decks getaggt. Ich würde momentan, wenn ich weniger Su treffe, wieder die Explode Trap raustun und noch eine Snake Trap zum Beispiel reintun oder noch eine zweite Freezing Trap. Und so Okay. verändert sich dein Deck halt im Laufe der Zeit, weil es immer schaut, dass es die Meta gut beantwortet. Und auf Turniere trifft es auch 1 zu 1 zu. Du schaust halt, was du triffst. Dementsprechend schaust du, wie viel Early Game Board brauche ich mit dem Deck, wie viel Card Draw brauche ich in dem Deck und welche Fallen spiele ich mit dem Hunter. Okay, das heißt also zu sein, dass man jetzt die Traps beim Hunter, das ist das, was man stark verändern kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Druiden als Beispiel nimmt, dann kann man da auch seine 3-Drops variieren. Jetzt als Ähnlichkeit. Wie meinst du die drei Drops? Also da gibt es dann, manche spielen Shade, Shade, manche MCT. sagen dann, oh, ich Ah treffe ja. so viele Zeus, da packe ich jetzt halt einfach den MCT rein. Und ähnliche Dinge, oder halt natürlich den Ancient of War. Das ist dann das Gleichnis. Ja, die momentane Liste, die wir vom Druid sehen mit dem Doppel Ancient of War, ist ja nur deshalb entstanden, weil es besser gegen die ganzen Zeus war und auch besser gegen die ganzen Aggro-Decks. Und auch gut gegen andere Druiden normalerweise, ne? Ja, genau, richtig. Und weil es gut, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und weil es gut im Mirror Match ist. Und auf NA zum Beispiel haben die ganzen Druiden eine Zeit lang mit Doppel MC-Tag gespielt. Weil ihr einzig ernstzunehmender Gegner die ganzen Zeus waren. Ja. Ist halt wieder verschwunden, weil du es mittlerweile nicht mehr brauchst, weil du Doppel Ancient of War spielst. Hast du den Firebat hat auf Reddit so einen Guide gemacht, wie er seinen Druiden für Turniere taggt. Hast du den gesehen? Was meinst du, oder kennst du den? Ich kenne ihn nicht. Ich habe mich mit Firebat in Jinjuan unterhalten, wie er es taggt. Ich weiß nicht, wie alt der Guide ist, aber auch nur Der ist jetzt kurz. 2 Wochen oder so, nee, 1 Woche vielleicht. Also im Grunde hat er einfach sein Grundgerüst hingelegt für den Druiden und hat dann gesagt, hier gibt es immer noch 8 Karten, die man auffüllen kann, und das hier sind meine Optionen, wie ich auffülle und wann welche Karte relevant ist, sozusagen. Ich kann das uns mal kurz reinlinken. Habe ich nicht Da, gelesen. Was wäre die Frage dahinter? ob du dem in dem Sinne so zustimmst. Also, weil der wollte immer, im Grunde kam er darauf, dass er immer eine Combo nur spielen wollte. Also jetzt zustimmst du auf die Frage speziell oder wie er auf die Art und Weise, wie er allgemein taggt? Vielleicht beides. Okay. Eine Combo spielen ist so eine Sache. Ich habe in Birmingham einen Halbkombos gespielt, das heißt ein Force of Nature, Doppel Savage Roar. Was ist Vor- und Nachteil? Du musst immer Vor- und Nachteil sehen und wissen, okay, lohnt sich der Vorteil im Vergleich zu dem Nachteil? Doppelkombo macht folgendes: Du tötest den Gegner oftmals in Turn 9 oder Turn 10, wenn du bis dahin genügend Schaden gemacht hast. Du bist in dem Druid gegen Druid, läuft es oft darauf hinaus, dass beide dann topdecken und beide mittelmäßig viel Leben haben und derjenige, der als erstes die Combo zieht, gewinnt, weil er den anderen einfach tötet. Das sind so die Punkte, die sprechen für Doppelkombo. Und Doppelkombo ist einfach imbar, also das ist der dritte Punkt. Was spricht gegen Doppelkombo? Doppelkombo sind vier Karten, die einfach tot sind. Das heißt, die verschlechtern dir deine Hände, prozentual gesehen. Und deshalb habe ich zum Beispiel in Birmingham eineinhalb Kombos gespielt. Und du musst aber immer wissen, gegen was ist es gut und gegen was ist es schlecht. Und ich dachte, okay, ich kann es mir erlauben, weil in Birmingham habe ich Doppel Ancient of War als einer der wenigen gespielt in einem Druiden.
Und deshalb dachte ich, okay, mein Matchup gegen andere Druiden ist so oder so schon gut genug, weil die Karte gut genug gegen andere Druiden sind. Das heißt, ich muss die Doppelkombo nicht unbedingt spielen, macht das Deck insgesamt noch stabiler. Aber zu sagen, immer, also Doppelkombo ist immer schlecht und eine Kombo ist immer gut, funktioniert nicht. Weil du kannst Fälle konstruieren und da ist nur die Häufigkeit der Fälle, die du konstruierst, relevant, wo Doppelkombo immer besser ist als eine Combo. Aber wenn du mit Ancient of Lore, also je langsamer dein Deck ist, desto besser ist es, mit weniger Kombos zu spielen, weil deine Hände schlechter werden. Deine Starthände. Und du wirst dein Late Game und dein Early Game ausgleichen. Und Doppelkombo ist Late Game. Und wenn du mit den ganzen Late Game Tauntern zusätzlich spielst, dann wird dein Late Game im Vergleich zu deinem Early Game zu heavy. Das ist im Prinzip der Grund. Karten, die ihr austauscht, sehe ich jetzt nicht, aber der 3-Drop ist ein klassisches Beispiel. Der 3-Drop wird gespielt Mind Control Tech, Shade. Welche Liste meinst du? Also er hat ja vier verschiedene. Vom Grundgerüst, oder nicht? Er hat ja Generell, Untake vom Core List. Grundgerüst. Vom Grundgerüst ist der 3-Drop beim Druiden meistens die Karte, die am meisten ausgetauscht wird. Warum? Es gibt Karten in etwa beim Druiden 20, denke ich mal. Die sind so stark, dass du sie spielen musst. Druid of the Claw, Swipe, Innervate, Wildcrow, Keeper. Die Karten an sich sind einfach so ultra gut, dass du eine Wertigkeit so oder so verlierst, wenn du eine andere Karte anstelle eher reinnimmst. So, das heißt, du kannst nur die Karten austauschen, die nicht Power Creeps sind. Nennt man so im Prinzip. Und nicht Power Creep ist dein 3-Drop. Weil der Shade ist keine Klassenkarte, ist nur eine neutrale Karte und die ist okay gegen Control Decks. Ist die super gut gegen andere Control Decks. Die passt auch gut zu deinem Theme, weil du so aufgebaut bist, dass du ab einem gewissen Punkt, nämlich Turn 5, 6, 7, so viel mittelgroße Kreaturen auf dem Board hast, dass du den Gegner einfach rusht, zusätzlich zu Combo dann. Das heißt, die passt gut zu dem Theme rein. Ist aber generell keine Power Creep Karte. Und ist auch relativ schlecht gegen Aggro-Decks oft. Genau. Und drum gibt es die Möglichkeit, dort diese Karte zu tacken, weil zum Beispiel in Earthen Ring Farseer, Firebat hat auch in Asien im Finale, da ging es um 150.000 Dollar, glaube ich, hat er Doppel Earthen Ring Farseer gespielt. Weil er erwartet hat, nur gegen Aggro zu laufen, das sind die drei Heal, zusätzlich zu dem 3-3 Body, der sofort kommt, stärker als der Shade. Ganz einfach. Und das sind Mind Games im Prinzip. Noch spielbar sind Mind Control Tag und so weiter, gegen Suish-Varianten und so weiter und so fort. Und das sind halt die Karten, die du austauschen kannst. Das heißt, so wie Erskine aufgebaut hat, ist es relevant, weil du hast ein Grundgerüst an Karten, die du einfach nicht tauschen willst, weil die einfach zu stark sind. Und die anderen 8 Karten oder wie viele auch immer, die kannst du dann möglichst gut an der Meta ausgleichen und an der Grundstrategie deines Decks. Beispiel Shade. Und so baust du dann im Prinzip Decks auch für Turniere. Also ganz, ganz stark für Turniere baust du die so. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage endgültig beantwortet. Nö, war ungefähr das, was ich mir erhofft hatte. Okay. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Wir haben noch so eine halbe Stunde jetzt. Was wollen wir mit der halben Stunde noch machen? Welche Fragen gibt es essentiell zu klären noch? Hast du irgendwas Bestimmtes noch, Dennis? Ich gucke gerade, was wir aufgeschrieben haben. Ja gut, für mich halt die Betrachtung, dass ich ja versuche, mich für die nächsten Prelims zu qualifizieren, sozusagen, wie du das halt angehen würdest, wenn du jetzt halt die 3 Monate Zeit hast und von null anfängst. Ob du da jetzt, wir haben ja schon viel drüber geredet, jetzt mit dem kurzen Zeitraum, ob du irgendwie groß was verändern würdest. Und was da dann für mich der große Punkt ist, ich habe ja sozusagen jetzt meine eher kleinere Auswahl an Decks und Decktypen, die ich spiele und wo ich mir auch selber sage, ich kann die ganz gut spielen. Und wie ich dort in diesem Zeitraum noch mit einbringe, dass ich was Neues lerne. Weil es ist ja schon recht zeitaufwendig, irgendwie was Neues zu lernen, das dann noch so gut gelernt zu haben, dass man selber sagt, man ist confident damit. Ja.
aber gleichzeitig dieses Ziel verfolgen, nach den 3 Monaten die Punkte zu haben für die Summer Prelims. Okay. Also, das heißt Repertoire erweitern. Ja, richtig. Wie erweitere ich am geschicktesten Repertoire? Okay. Die 2 Fragen noch, oder? Ja, und sonst? Ja, wir werden am Ende nochmal so 10 Minuten haben, wo wir dann alles nochmal durchgehen und schauen, okay, was genau haben wir denn heute alles gemacht, weil es ja unstrukturierter ist als sonst, aber deshalb noch ein größerer Wust ist im Prinzip. Okay, aber und sonst? Hattest du noch irgendwas, was oben rausschaut? Nochmal ein bisschen auf den Midrange Hunter bezogen, ob du nochmal gegen verschiedene Decktypen den genauen Gameplan, sozusagen den Wunsch-Gameplan vorstellen kannst, sag ich mal. Okay, das heißt Midrange Hunter Strategie. Okay. Wie man an solche Matchups rangeht, auch vom Mulligan von mir aus auch schon. Okay, natürlich. Gut. Okay, wenn du eine kleine Auswahl an Decks hast, dann wirst du schauen, du wirst als Spieler immer dein Repertoire erweitern. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, wir spielen keine Combo-Decks, dann wäre das zum Beispiel ein Step. Weil ein besserer Spieler zu sein heißt, erfolgreich in Turnieren zu sein. Und was muss man besser als Spieler machen? Man muss die Decks besser spielen, die man eh schon kann, und neue Decks lernen, die man noch nicht kann. Das heißt, Combo-Decks, gerade Patron, wäre sowas. Und man schaut halt, was macht Sinn in meinem Line-Up, was ich momentan spielen kann, was wäre stark dazu. Weil wir vorhin ja schon gesehen haben, okay, Patron wäre halt stark in dem Line-Up gewesen, wo ihr sagt, ja, können wir halt nicht so. Dann wäre es Zeit, Patron zu lernen einfach. Das kostet Zeit. Wie lernt man neue Decks am besten? Das ist auch schon die zweite Frage. Das heißt, wie erweitert man sein Repertoire sinnvoll? Oder effektiv, besser gesagt, indem man jemanden schaut, am besten sucht man raus, wer ist der beste Patron-Spieler der Welt. Und dann schaut man dem zu, wie er Patron spielt. Das Man heißt sagt auch, so Crane, oder? zum Beispiel, Crane ist ein guter Patron-Spieler, ja. Das heißt, man geht auf einen Stream von Crane oder auf die Videos von Crane, der hat bestimmt YouTube-Videos gemacht, How to Play Patron oder so. Nimmt sich seine Liste und schaut ihm zu, wie er diese Liste spielt, und spielt die Liste selber. Immer in Abwechslung. Das heißt Theorie und Praxis. Weil du musst ein Gefühl entwickeln. Wenn du das selber noch nie gespielt hast und du verstehst es in der Theorie, dann kannst du es immer noch nicht spielen. Wenn du es immer nur gespielt hast und du hast keine Theorie dazu, dann spielst du es irgendwie, aber bestimmt nicht richtig. Und du wirst Theorie und Praxis immer verknüpfen. Das heißt, du nimmst dir die Deckliste von ihm. Du spielst das erst ein paar Spiele, um zu schauen, was sind denn die grundlegenden Probleme und warum verliere ich die ganze Zeit. Dann schaust du an, wie er es spielen würde, und schaust rauszuarbeiten, was sind die Unterschiede. Was spielt er anders, und wenn er was anders spielt, warum spielt er es anders? Du willst immer wissen, was ist die Begründung für jeden einzelnen Play. So wirst du am schnellsten besser. Die Reflexives Sache Lernen. bei solchen Combo-Decks ist ja, zumindest bei mir dann, dass ich immer nicht weiß, sozusagen, wann gebe ich meine Combo-Parts auf oder wann keep ich sie. Ja, das ist richtig. Das ist der hauptschwierige Punkt. Und das ist was man aber immer sagen, also das ist ja nichts, was man nicht lernen kann. Weil das ist der schwierigste Punkt, genauso wie ein Tempo-Deck, der schwierigste Punkt ist, gehe ich Face oder trade ich aufs Board. Ja, das ist ein Grundproblem dieser Decks. Gerade bei Post-Nerf Patron, weil du ja eigentlich ein Midrange-Deck bist. Und dann musst du schauen, du musst immer schauen, was ist das gegnerische Deck, was ist mein Deck. Combo-Parts kannst du, je schneller das gegnerische Deck ist, desto eher gibst du sie auf, logischerweise. Weil du nicht die Zeit hast, auf Combo zu warten. Und weil es einfach darum geht, Schaden zu verhindern. Das heißt, du musst ein Bewusstsein darüber erlangen, auf welche Ressourcen du spielst. Gegen welches andere Deck. Und das kannst du aber auch bei den guten Spielern sehen, wann die das zum Beispiel machen und wann nicht. Kann man versuchen zu kopieren dann irgendwie. Aber immer fragen, warum machen die das denn genau? Warum lösen die genau in dem Moment die Combo auf? Ich weiß nicht, also ich kann es
plausibler kann ich es irgendwie nicht erklären, weil es so ein Grundproblem im Prinzip ist, was auch viel mit Erfahrung zu tun hat. Das heißt, du musst es selber auch viel spielen, aber auch immer, naja, dir einfach bewusst machen, warum ist das der bessere Play? Was spricht dafür, die Combo-Parts zu halten und was spricht dafür, sie aufzulösen in dem Moment? Ja, klar, das macht schon Sinn. Weil man dann halt in verschiedenen Matchups verschiedene Ressourcen beachten muss und dann halt auch noch evaluieren muss, wie wertvoll ist diese Ressource, die ich hier habe? Muss ich sie aufgeben oder kann ich sie jetzt aufgeben, weil mein Gegner andere Ressourcen genutzt hat, zum Beispiel? Und das ist halt das Schwierige. Als ich angefangen habe, Patron zu lernen, ich habe es lange nicht gespielt, das war noch Pre-Nerf, war es halt unglaublich schwierig für mich, weil du so viel verlieren wirst am Anfang. Weil du, wenn du jedes neue Deck zu lernen, heißt im Prinzip Hearthstone neu zu lernen. Das heißt, du machst die gleichen Prozesse durch, die ein Anfänger in Hearthstone durchmacht, oder wie du, als du angefangen hast, Hearthstone zu spielen. Nämlich, es gibt verschiedene Spiellevel, die du hast. Erstes Spiellevel, du spielst einfach nur irgendwelche Karten, die sehen lustig aus, die haben irgendeinen Effekt und du schaust einfach, was macht vielleicht noch den besten Effekt von den Karten, die so rumliegen. Und so fängst du normalerweise auch an, neue Decks zu spielen. Und du musst erstmal dieses prinzipielle Handwerkszeug erlernen, dass du dann irgendwann in Kombination mit den anderen Decks das lernen kannst. Und das ist halt das Schwierige im Prinzip. Und das heißt, du musst erst dein eigenes Deck spielen können, dein eigenes Deck auch kennen, und da hilft Decktracker zum Beispiel. Und dann in Kombination mit dem gegnerischen Deck das spielen, und erst dann kannst du gut spielen. Aber du musst über den ersten Step immer auch gehen. Also so erweitert man, glaube ich, am geschicktesten sein Repertoire. Das ist jetzt keine so allgemeingültige Anleitung, aber so allgemein gefasst, wie ich es kann. Ich weiß nicht, beantwortet das einen etwa die Frage oder gibt es da Nachfragen? Das macht schon Sinn. Also ist für mich so schlüssig. Das ist ja, ich persönlich kann ja auch die Analogie vom Schachrepertoire weiternehmen und das macht da halt schon Sinn, so wie du es sagst. Das ist ein ähnlicher Prozess, wobei ich den halt bei Hearthstone immer so noch halt schwieriger für mich persönlich finde, weil halt die Ressourcen sozusagen in jedem anderen Matchup eine andere Wertigkeit haben irgendwo. Und das ist dann halt so ein Faktor, da ist das, was du gesagt hast, man braucht diese eigene Erfahrung und muss das dann abgleichen mit Spielern, wo man dann sagt, okay, der hat die Erfahrung, der spielt das halt auch richtig und das dann halt als Messwert nehmen können. Ja, absolut, ja. Es ist halt ein langwieriger Prozess. Das runterzubrechen irgendwie auf ein paar Kernpunkte ist äußerst schwierig im Erzählen. Nee, das geht's also auch nicht. Aber ich finde, also das, was du gesagt hast, das hilft mir auf jeden Fall schon. Und da wollte ich jetzt halt noch die Verbindung ranschließen. Das ist ja dieser langwierige Prozess, aber möchte ich ja gleichzeitig dann die nächsten Monate die Bliss Points sammeln. Wie bringe ich das da am besten ein? Also zum Beispiel, glaubst du, es lohnt sich für. Ja, genau, Also lohnt es das. sich jetzt noch irgendwas komplett Neues anzufangen, überhaupt? Für den Monat? Nein. Für meinen jetzt nicht, nee, auf keinen Fall. Ne, also für den Monat nicht. Für die nächsten Prelims auf jeden Fall. Das ist halt nur die Frage momentan, Was? was? Weil in 2 Monaten wird sich das ändern. Ja, genau. Und das ist halt der tricky Part, der jetzt kommen wird, weil Spieler, die extrem gut sind, einen riesen Vorteil haben werden, wenn die neue Expansion rauskommt, weil sie schneller lernen, weil sie ein breiteres Repertoire haben. Und Ja. gleichzeitig lernen und gut darin sein können und damit schon Punkte kriegen. Die Frage ist, wie schließt man zu denen auf? Viel üben auf jeden Fall und effizient seine Zeit in Hearthstone zu verbringen. Ein guter Spieler von einem semi-guten Spieler unterscheidet einfach, wie viel Zeit er reinsteckt und wie effektiv er seine Zeit in Hearthstone nutzt. Das heißt, einfach vor sich hin zu spielen, machen die meisten Pro-Spieler nicht, sondern die machen das bewusst. Die sagen sich, okay, ich schaue mir jetzt alles an, ich analysiere die Partie danach vielleicht noch, aber was hätte ich anders spielen können? Hätte das zum Sieg geführt? Wäre das insgesamt besser ge gewesen? Also wirklich auch viel rumrechnen dann immer. Das kann Das man ist ja halt so vom der Schach Punkt. im Grunde so eine Partieanalyse einfach. Genau, ja. Ja, wir sind ja beide Schachspieler und das ist ja was ganz Natürliches, das dann so anzugehen.
Ich würde behaupten, in Hearthstone machen das jetzt vielleicht nicht ganz so ordentlich, wie wenn wir das beim Schach machen würden, aber wir nach jeder Partie stellen wir uns schon diese Fragen. Und der Knackpunkt ist immer rauszufinden, warum habe ich gewonnen und warum habe ich verloren. Was war der Key Turn hier? Und das sind dann die meistens auch die Entscheidungen, die die kniffligsten sind und die Grundsatzentscheidungen sind. Ob du manchmal irgendwie an der Stelle so ein bisschen tradest oder nicht, ist vielleicht nicht so erheblich, als wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt in den gegnerischen Zug den und den Turn rein, damit er nichts machen kann und keine gute Antwort auf den Turn hat. Oder wie auch immer, ja. Also du wirst halt die Grundsatzentscheidungen bewusst haben, die dazu führen, dass du die Spiele gewinnst. Und auch die Grundprobleme des Decks lösen. Also beim Tempo-Deck, wann Face, wann ist der richtige Moment aufs Board zu gehen, und bei so Combo-Decks, wann lohnt es sich, die Combo-Pieces aufzuheben. Also dass die nochmal, wie gesagt, nochmal explizit anzuschauen. Und natürlich jetzt schon zum Beispiel zu schauen, welche Decks könnten stark werden, sich in den Foren schon mal informieren, irgendwie, was bauen die Leute schon irgendwie. Das ist aber erst richtig sinnvoll, nachdem die Nerfs bekannt gegeben wurden. Ja, klar. Schließt aber eher an das an, was wir vorhin dann gesagt haben. Ja, ich glaube, sozusagen was gute Spieler scouten und deren Ideen klauen angeht, sind wir relativ fit eigentlich. Okay. Würden wir hinkriegen. Ja gut, das Gute ist ja, dass wir halt trotzdem noch adaptieren, so dass ja immer noch das Wichtige, noch den eigenen Kopf zu benutzen. Ja, klar. Also es ist ja, viele sagen, oh mein Gott, Netdecking, Spionage. Aber ja, wie wirst du besser, indem du nicht nur von dir, sondern auch von anderen lernst. That's it. Okay, sollen wir den Midrange Hunter nochmal die einzelnen Ja, gerne. Strategien angehen? Jo, sehr gern. Midrange Hunter, Midrange Decks haben generell zwei Strategien. Den Gegner outvaluen. Und eigentlich war das schon die eine Strategie. Wie machen sie das? Indem sie on-curve spielen. Das ist die zweite Strategie. Das heißt, du musst schauen, dass du den Gegner mit Problemkarten zuschmeißt, bis er keine Antworten mehr hat. Und ihn outvaluest. Und dieses Outvaluen sich dazu steigert, dass du dann Kartenvorteil, einen Boardvorteil, einen Damagevorteil und einen Mana-Vorteil hast. Tempovorteil. Das heißt, im Prinzip spielst du über alle Ressourcen. Und das Wichtige ist, dass du, je nachdem, gegen welches Deck du spielst, mehr oder minder die ein oder andere Ressource betonst oder beschützt. Ich habe aber das Gefühl, dass es sogar auch relativ oft von den jeweiligen Händen abhängt. Also gerade in Midrange Mirrors, sage ich mal. Also weil es ist ja manchmal so, manchmal wirst du vom Zoo überrannt, manchmal überrennst du den Zoo und manchmal ist es so ein bisschen hin und her und Topdeck oder irgendwie sowas. Und wie weiß man dann zum Beispiel, welchen Plan man dann wählt? Ob man jetzt sagt, okay, jetzt fange ich irgendwie gar nicht mehr an zu traden und sage, okay, er kriegt jetzt das Board, sage ich mal, oder wann nimmt man noch diese Trades mit und so weiter? Relevante und schwierige Frage, weil du ein Deck bist, was im Prinzip alle Ressourcen im Auge behalten muss. Und das heißt aber auch, dass das deine Aufgabe als Spieler ist, zu wissen, über welche Ressource du das Spiel gewinnst. Und was du ansprichst, ist eine Fokusverschiebung zwischen zwei Ressourcen. Nämlich, wann lasse ich Board Board sein und wann gehe ich Face? Das heißt, wann wird die Ressource Board irrelevant und die Ressource gegnerisches Leben mein Main Target im Prinzip, mein Hauptziel? Und ja, wann ist das der Fall? Wenn du ins Endspiel überwechselst. Mit Midrange-Decks haben wir normalerweise, wie beim Schach, ist gut, dass ihr die Analogie dann versteht, eine Eröffnung, ein Mittelspiel und ein Endspiel. Und die Eröffnung ist meistens einfach anfangen rauszukaufen und Boardkontrolle zu kriegen. Warum? Weil dein Mittelspiel dann besser ist. Du kannst Wie über, im Schachzentrum besetzen. genau, Zentrum besetzen im Prinzip. Im Mittelspiel, dein Mittelspiel ist das stärkste. Du bist das Deck, was im Mittelspiel am besten bist, weil du bist ein Midrange-Deck. Das heißt ja nicht umsonst so. Das heißt, du spielst Power Creeps Turn 4, 5, 6.
hast du womöglich Boardkontrolle, zwingst den Gegner irgendwelche schlechten Sachen zu machen, auf Curve zu gehen und ganz wichtig ist, du verschwendest genau in dieser Phase kein einziges Mana. Weil Mana ist die Ressource, die deine Hand sind im Prinzip Karten, die potenzielle Karten sind, die sich durch Mana umwandeln in reale Karten auf dem Board. Oder Casts, wie auch immer. Das heißt, je besser deine Mana-Ausnutzung ist, desto besser ist der Faktor, mit dem du virtuelle Karten in reale Karten umtauscht. Im Prinzip. Das heißt, du erzeugst prozentual mehr Value, wenn du dein Mana besser austauscht, in der Regel jedenfalls. Es gibt einige Plays, die weniger Mana kosten und stärker sind, aber das, okay, sei es drum. Und im Also End das kann man sagen im Midrange Mirror, weil gegen Control Decks ist es ja relativ oft relativ gut, wenn du deinen Mana nur so begrenzt ausnutzt, damit du nicht in seinen Board Clear reinspielst. Ja, du sprichst Brawl wahrscheinlich an. Zum Beispiel. Oder Lightbomb. Ja, du darfst ihm mit dem AOE nicht zu viel Value geben, das stimmt schon. Aber generell ist es so, dass du einfach den Gegner versuchst mit zu überfrachten, dass er keine Antworten mehr hat. Und da ist es schon nützlich, dein Mana auch möglichst gut auszunutzen. Und sei es dann mit, wenn du Waffen einfach legst zum Beispiel. Das ist das Mittelspiel. Das Endspiel meistens ab in Midrange-Stacks ab so Turn 7, 8, 9, irgendwie sowas, manchmal auch wesentlich später, ist, wenn die Ressource Board nicht mehr zählt, sondern die Ressource gegnerisches Leben. Das heißt, du wirst den Gegner jetzt töten und das Spiel beenden. Und das machst du an zwei Punkten. Entweder wenn du so viel Schaden gemacht hast, dass du ihn einfach töten kannst dann nächste Runde oder so und das Spiel verkürzen kannst dadurch. Oder wenn du Board verlierst und es nicht mehr wiederkriegen kannst. Viele Leute spielen einfach, obwohl sie das Board nicht mehr wiederkriegen können, nach wie vor auf die Ressource Board. Obwohl sie gar keine Chance mehr haben, das jemals wiederzukriegen und verlieren dann jedes Spiel. Anstelle, dass sie die paar Prozente noch nehmen, dass sie irgendwie Top Deck Bow oder Top Deck Kill Command hinkriegen könnten. Und so wirst du wirst immer schauen, in welchem Stadium bin ich, weil du kannst vom Midgame, wenn du Board verlierst, entweder ins Endgame überwechseln, indem du einfach nur auf Face gehst, oder in die Eröffnung wieder wechseln, indem du auf Board Control spielst. Könnte man so sehen. Und gegen unterschiedliche Decks sind unterschiedliche Ressourcen und unterschiedliche Strategien wichtiger. Das heißt, gegen einen Zulok zum Beispiel, ist es erstens wichtig, dass du ihm kein Board gibst, weil du damit verhinderst, dass er kleine Minions bufft und sie gegen deine teuren Minions tauscht und damit einen Tempovorteil, einen Kartenvorteil und einen Boardvorteil kriegt. Das heißt, deshalb ist zum Beispiel die Glaive Suka und die Expro Trap wichtig, weil die gute Eröffnungskarten sind. Die Glaive Suka ist noch witzig, weil die ist auch eigentlich noch eine gute Midrange-Karte. Und im Late Game ist sie auch nicht mehr so schlecht, weil sie meistens einfach 5 Schaden für 2 Mana macht. Drum habe ich die reingebaut. Aber manchmal hat man gegen Zu ja zum Beispiel so das Problem, dass man immer so ungefähr even auf dem Board ist und er outvalued einen dann irgendwann mit der Hero Power einfach. Irgendwann hast du dann so. Siehst du, wie deine Hand immer kleiner wird und seine Hand halt nicht so wirklich. Ja. Und da ist dann halt irgendwo hat man dann anscheinend den Punkt, entweder sozusagen war es nicht gewinnbar, sag ich mal, oder man hat irgendwie den Punkt verpasst, wo man hätte was anders machen müssen, wo man schon mal mehr Damage hätte reindrücken müssen. Ja, was du ansprichst, ist so ein Siechen. Im Prinzip könnte man es nennen, nämlich dass die Stellung in Schachsprache gesprochen von Runde zu Runde einfach immer schlechter wird. Und du am Ende das Spiel verlierst, gegen Priester ist es oftmals auch so. Das heißt aber, dass du entweder warst, wie du sagst, einfach nicht gewinnbar, weil er einfach zu krass gezogen hat und du nichts machen konntest, oder aber du hast die Möglichkeit verpasst auf einen Comeback-Play. Das heißt sowohl, dass du ihn vielleicht töten hättest können, als auch, dass du einen riskanten Play machst, um wieder aufzuholen. Das heißt, wenn du hinten bist, die meisten Spieler tendieren dazu, das als Missplay zu erachten, wenn man dann Risikoplay macht. Je weiter du hinten bist, desto risikoreicher musst du spielen, weil du dann erst die Möglichkeit hast, wie bei einem Schachprogramm, das rechnet ja in Bauerneinheiten, wenn du minus einen Bauern hinten bist, du kannst ein Risiko eingehen und bist auf einmal dann einen halben Bauern vorne, machst du. Weil sonst von Runde zu Runde bist du dann eineinhalb Bauern hinten, zwei Bauern hinten, zweieinhalb und verlierst es dann irgendwann automatisch.
Das heißt, du musst dein Risiko-Reward-System ändert sich dann, je nachdem, wie weit du vorne oder hinten bist. Je weiter hinten du bist, desto mehr Risiko gehst du ein, um ein bisschen Reward zu kriegen, damit du noch rankommen kannst. Ja, das ist ja der Punkt, man spielt ja um zu gewinnen und Genau. nicht um halt langsamer zu sterben. Ja. Und gegen den Zulok ist es dann meistens so, wenn du siehst, okay, der kriegt Board und du kannst es nicht mehr kriegen, dann bleiben dir zwei Sachen übrig. Entweder du versuchst ihn so schnell wie möglich zu töten, das heißt, das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass du Board verlierst und du wirst es nicht wiederkriegen, das heißt, du gehst face einfach dann. Weil du ihn eh nicht mehr outvaluen kannst. Oder aber du versuchst auf ein paar Outs zu spielen, das heißt auf Knife Tackler Unleashed zum Beispiel oder Unleashed, nur Unleashed zum Beispiel. Aber deine Möglichkeiten dann aufs Board zu spielen sind sehr, sehr begrenzt. Das heißt, meistens ist es dann gut, face zu gehen einfach und selbst das verliert dir dann in vielen Spielen einfach das Spiel. Dementsprechend nochmal zurück zum Midrange Hunter generell. Du musst wissen, du bist ja auf allen Ressourcen unterwegs, so gesehen, als Midrange-Deck. Das heißt, du musst wissen, auf welchen Ressourcen ist mein Gegner stark. Und über welche Ressource gewinne ich. Das heißt, gegen Zu musst du schauen, dass du Early Game Board verhinderst und du musst schauen, dass du Plays machst, die unfassbar stark auf dem Board sind. Knife Chuckler Unleashed zum Beispiel. Bestes Beispiel. Oder dass du die Extra Chip hast, weil die auf ein breites Board, sagen wir mal, 16 Schaden macht. Genau, und dann irgendwann den Zeitpunkt finden, wo man dann tötet, weil das ist ja auch die Ressource, über die man ihn dann letztlich kaputt macht, weil er ja keinen Heal hat und seine Hero Power ja schlechter wird, je weniger Leben er hat. Genau. Das heißt, du versuchst, und der Mulligan ist essentiell, du versuchst dem Mulligan Folgendes zu machen: deine Strategie zu berücksichtigen. Das heißt, Value Plays machen und On Curve zu spielen. Und Early Game Board erstmal in der Eröffnung zu haben. Und die gegnerische Strategie möglichst gut zu beantworten. Das heißt, Karten zu suchen, die gut gegen das gegnerische Deck sind. Wenn ich einen Warrior sehe und ich habe eine Coin, keep ich in der Regel Savannah High Main auf der Starthand. Weil es einfach die stärkste Karte dagegen ist. Wenn es ein Paladin oder ein Vayle ist, keep ich meistens Unleashed, weil es die stärkste Karte dagegen ist. Aber du musst immer eine Mischung finden aus, wie verfolge ich meine Strategie möglichst effektiv und hab dann auch Antworten auf die gegnerische Strategie. Und solche Konterkarten kippst du meistens mit Coin, oder? Ja, meistens mit Coin. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Warrior sehe und ich habe einen Animal Companion, einen Piloted Shredder und eine Savannah High Main, kannst du auch keepen. Komplett keepen. Ja. Gerade wenn Generell er. Shredder gegen Warrior ist auch ganz gut einfach, Ja, oder? Shredder gegen Control Decks ist Shredder super gut. Genauso wie die High Main. Oftmals muss er mit der Waffe rein. Und das hat halt zum Beispiel den Vorteil gegen Control Warrior, wenn du kein Early Game hast, ist es nicht so wirklich schlimm. Weil er dein Early Game meistens einfach nur mit der Fiery War Axe zusammenhaut. Das heißt, du fängst einfach dort an, wo du stark bist. Mid Game. Warum spielst du so? Weil Midrange-Decks Combo-Decks generell schlagen. Das heißt, je mehr Mid-Rangey du spielst, desto besser ist es für dich. Weil es genau die Schwäche des gegnerischen Decks ist. Ja. Das ist so im Prinzip der Punkt. Jo, leuchtet alles ein. Okay, ich würde sagen, wir haben noch so 10 Minuten. Dass wir nochmal schauen, okay, was haben wir denn alles besprochen? Welche Fragen sind noch offen? Wie geht's weiter? Die drei Punkte klären. Ja, fangt ihr erstmal an. Wie war's für euch? Es waren jetzt 2 Stunden durchgequatscht im Prinzip. Wie seid ihr gekommen? Was nehmt ihr mit? Willst du zuerst, Per? Ich konnte mir gar nicht so richtig viel, sage ich mal, am Anfang unter dem Coaching vorstellen. So, ich fand das, wir haben alles, was wir uns aufgeschrieben haben, angesprochen. Hatten da auch immer gute Antworten von dir. Aber ich habe jetzt so ein bisschen das Ding, dass ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht das alles, was du als Input gegeben hast, gar nicht so richtig zusammen sammeln kann eigentlich und weil wir jetzt ja sozusagen im Endeffekt denkt man gar nicht so viel Handfestes eigentlich gemacht haben. Also das wäre
Irgendwie. Das ist das, was. Also wahrscheinlich gucke ich mir das sogar am besten dann gleich nochmal einfach in deinem Stream-Archiv nochmal an. Ja, wenn ihr Schreib mir wollt, das ich nochmal mit. kann es auch auf YouTube hochladen. Ich habe keine Musik am Laufen gehabt. Oder unter Recent Broadcasts, wie ihr wollt. Auf YouTube ist es länger da, sage ich mal. Ne? Das ist länger dann, ja. Also hätte es Ja, nichts macht Sinn. gegen. Okay. Werde ich wahrscheinlich dann. Ja, lade ich den hoch, wenn das sagt. Okay, also im Prinzip, was heißt das denn jetzt in der Praxis? Genau. Also. Okay, ich sammle mal, ich antworte jetzt noch nicht drauf. Ich schreibe es mal mit gerade. Und du denn? Ja, also ich konnte war schon so, wie ich es mir vorgestellt habe, das Coaching. Das liegt jetzt aber halt auch daran, dass ich ja schon länger Competitive E-Sport spiele und das bei Dota auch sehr hoch competitive mache, gemacht habe. Und sowas sozusagen schon viel öfter gemacht habe, dass man sich einfach wirklich zusammensetzt und 1, 2, 3, 4 oder mehr Stunden halt wirklich Theory craftet und sowas angeht. Ja, jetzt hier ist natürlich wirklich super viel Kram. Ich habe auch recht viel mitgeschrieben. Und jetzt ist halt sozusagen die nächste Stufe, dass wir das dann auch irgendwie verarbeiten und in unser Play reinbringen und in das, was wir machen. Aber es ist auf jeden Fall positiv gewesen. Viele Dinge, viel gelernt und ich glaube, das ist einfach super viel, mit dem man gut arbeiten kann, was dabei rausgekommen ist. Je abstrakter ein Coaching ist, desto schwieriger ist es, das zu übersetzen oder umzusetzen. Und das war wahrscheinlich heute das abstrakteste Coaching, was ich bisher so gemacht habe. Weil normalerweise orientiert man sich an den Deck. Das heißt, im Prinzip das Greifbarste, was wir heute gemacht haben, ist alles zum Midrange Hunter. Ja. Weil wir uns dort an dem Deck orientiert haben und gesagt haben, okay, diese einzelnen Karten tauscht man aus deshalb und deshalb und das Deck spielt man gegen das Deck so und das ist die Grundstrategie und man beantwortet die Grundstrategie des gegnerischen Deckes. Das heißt, wenn ihr jetzt in Turnieren zum Beispiel den Midrange Hunter spielt oder auf Ladder, dann ist es das Greifbarste. Das Abstrakteste oder was auch noch greifbar ist, ist alles, was wir durchgesprochen haben zu den Strategien, wie gehe ich ein Turnier an. Das Diese heißt, Pick-Strategie, sowas nehme ich als erstes und sowas, ne? genau, Pick-Strategie, die Strategie insgesamt, welche Strategie fahre ich mit meinem Line-up. Das heißt, entweder ich nehme meine besten Decks oder ich counterpick die Meta. Oder ich suche mir aus, wenn ich mit Bann spiele, welches Deck banne ich, je nachdem Last Hero Standing oder Conquest, baut um den Bann rum mein Deck, mein Lineup auf und so weiter und so fort. Scoute den Gegner zwischen den Runden, alles, was wir darüber gesprochen haben, ist auch noch relativ handfest. Was wahrscheinlich noch mit am abstraktesten war, ist, wie komme ich jetzt in dem neuen Format an Wissen über neue Decks. Da ist vielleicht der handfeste Tipp einfach immer, sich denjenigen anzuschauen, der das Deck am besten spielt. Das ist ganz wichtig. Das machen im Prinzip alle guten Spieler, die ich kenne, auch so. Das heißt, wenn ich ein Combo-Druid schauen will, dann habe ich meistens Tyler geschaut, weil der hat die Liste auf Nummer 1 Legend gespielt. Wenn ich einen Patron schauen will, habe ich meistens Xixo angeschaut. Weil der mit die höchste Winrate weltweit mit Patron hatte einfach. Wenn ich, oder Crane in dem Beispiel könnte man auch nehmen, ja. Wenn ich einen Freezing Mage lernen will, dann habe ich bei Lawfing reingeschaut, weil Ja. der extrem bekannt war. Und bei anderen Decks zum Beispiel habe ich geschaut, was macht Amnesiac zusammen mit seinem Team im Prinzip dort. Das heißt, du versuchst immer von dem Besten in der kleinen Nische zu lernen. Das ist so wahrscheinlich so der handfesteste Tipp bei neuen Decks. Und welche neuen Decks lohnen sich zu lernen, welche die stark sind und die gut zu eurem Repertoire dazu passen noch und euch als Spieler ergänzen. Ist jetzt natürlich auch abstrakt, weil ich euch jetzt nicht sagen kann, okay, geht los und lernt Patron. Weil es sein kann, dass in 2 Wochen der Patron einfach tot ist, weil die Deathspell raus Ja, sind. eben. Nichtsdestotrotz, aber das heißt, wo lernt man den Standard-Decks am besten dann? Wahrscheinlich bei den Leuten, die das dann auf 1 spielen und da einfach im Internet die Ohren offen haben und dann die Leute raussuchen im Prinzip.
Und die Turniermeta wird sich am Anfang extrem drastisch und schnell verändern die ganze Zeit. Das heißt aber auch, dass man sie schwieriger counterpicken kann. Das heißt aber auch, dass man vielleicht mit der Strategie, Die besten Decks spielen. ja, vielleicht die ersten ein, zwei Wochen noch mit am besten fährt. Weil es noch nichts gibt, was man counterpicken kann. Weil die Meta komplett resettet wird. Und deshalb keine WM-Punkte kriegst und der Druck und Druck steigt. Das heißt, was einen professionellen Spieler, der erfolgreich. Was haben wir noch gemacht? Am Anfang war noch die Frage, ja, zu faul, Motivation, Tilt, hattest du gesagt, Per, und das Mindset. Das ist schwierig, weil professionell Hearthstone zu spielen heißt, sich permanenten Frust auszusetzen. Warum? Weil du der beste Spieler der Welt sein kannst und trotzdem die ganze Zeit verlierst. Und deshalb keine WM-Punkte kriegst und der Druck und Druck steigt. Das heißt, was einen professionellen Spieler, der erfolgreich ist, unterscheidet von einem anderen Spieler, ist, besser mit Frust umgehen zu können. Was einen Legend-Spieler von jemandem unterscheidet, der auf Rang 3 spielt, ist, mehr Ausdauer zu haben, weniger zu tilten. Und ich kenne keinen guten Spieler, dem es nicht so ging, der mal irgendwie auf Rang 11 oder 10 mal kurz stuckt war, glaube ich. Oder we sehr, 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 sehr wenige. Du musst einfach gewiss sein, dass du es trotzdem kannst und musst einfach durch diese Durststrecke rauskommen, weil du wirst, wenn du 1000 Spiele machst, irgendwann einen Cluster drin haben, wo du 20 Spiele im Stück einfach verlierst, weil du Pech hast. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber sagen wir mal, eine Serie aus 1000, 2000, 10.000 Spielen ist es höchstwahrscheinlich, dass es irgendwann mal vorkommt. Und diese Durststrecken musst du einfach durchschreiten, ohne dich zu sehr verunsichern zu lassen. Wie ist es bei dir? Machst du, also du streamst meistens, ne? Deswegen, wie gehst du mit dem Tilt am besten um? Machst du Pausen? Normalerweise mache ich Pausen. Immer wenn ich drei Spiele am Stück verliere oder vier, merkt man ja selber, wenn man Richtung Tilt schreitet. Du musst eine Pause machen, bevor du tiltest. Wenn du tiltest und du machst eine Pause, ist es eigentlich schon zu spät. Dann hast du schon einmal deine Winrate verschlechtert wegen dem Tilt. Ja, und du musst aus dem Tilt rauskommen, was länger Richtig. dauert. Das heißt, ich mache normalerweise mindestens 5 bis 10 Minuten Pause, stehe vom Rechner auf, weil du musst den Flow-Effekt unterbrechen. Immer wenn du Spiele spielst, erzeugt das Spiel oder auch wenn du einen Film schaust, einen Immersionseffekt. Das heißt, du bist fokussiert auf etwas und blendest die Realität aus. Den Rest blendest du aus. Und das macht dein Gehirn mit Serotonin, Dopamin, Endorphin und Adrenalin im Prinzip. Das sind nur die Hauptnenner. Es gibt chemisch, biologisch noch andere Botenstoffe. Und du willst diesen Flow-Effekt unterbrechen. Das ist wie wenn du einen Film schaust und du bist mittendrin und du hast eine schlechte Erfahrung, dann musst du aufstehen und aufhören, den Film anzuschauen und auch nicht mehr dran denken. Und das machst du am besten, indem du irgendwas anderes machst. Ich esse halt meistens sowas, weil ich das dann als nützliche Pause dann essen, was trinken holen und so. Vielleicht mal kurz telefonieren oder keine Ahnung was, irgendwas anderes machen. Und dann wieder frisch sich ranzusetzen und weiterzumachen. Und wenn du im Tilt bist, dann ist es schwieriger, das zu unterbrechen geht zwar auch, aber du kommst dann hin und du siehst die Situation, in der du dich gerade befunden hast und bist halt sofort emotional wieder in dieser Situation und du musst du quasi unterbrechen, bevor du tiltest. Naja, das ist so, man macht dann 5 Minuten Pause, dann sucht man und dann findet man, cute man direkt wieder ein schlechtes Matchup und es geht im Grunde direkt weiter mit dem Tilt. Genau, und du bist, bevor das Match losgeht, bist du eigentlich schon wieder richtig genau dort, wo du gerade wieder aufgehört hast. Und darum bringt es das nicht. Du musst sofort im Tilt aufhören. Dein Mindset zu behalten, ist das, was einen guten Spieler zu einem professionellen Spieler macht. Das ist die Profession im Prinzip. Und motiviert bleiben ist schwierig, aber wie bleibt man am besten motiviert? Indem man weiß, was die Motive sind, warum man spielt. Nennt man Gratifikationen in der Wirtschaft. Das heißt, entweder man hangelt sich an seinen Grundbedürfnisstrukturen entlang. Viele haben zum Beispiel Gewinnen. In Hearthstone schwierig, weil das bedeutet, sobald du verlierst, bist du demotiviert. Ein Grundaspekt ist Lernen. Dazu zu lernen. Drum neue Decks zum Beispiel anschauen, kann ganz lustig sein. Ja.
Und motivieren über, nennt man nicht intrinsische Faktoren, das heißt im Prinzip Zweitgoals, Ziele setzen. Die richtigen Ziele zu setzen ist eminent wichtig. Das heißt, wenn du Rang 4 bist und du setzt dir als Ziel Legend, viele sind zum Beispiel Rang 10 und setzen sich als Ziel Legend und haben nie höher als Rang 8 gespielt. Habe ich in Coachings eigentlich ja, sehr, sehr häufig. Du musst dir Ziele erreichen, die dich motivieren und die erreichbar sind. Und dann von dort aus neue Ziele setzen. Und das ist was, um zu umgehen, dass deine Grundbedürfnisstruktur nicht befriedigt wird im Prinzip in dem Moment. Das heißt, dass du dir Ersatzbedürfnisse suchst, indem du dir Ziele steckst. Das hilft auch Ja. nochmal. Ja, das war nochmal gut. Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt auf den Prelims teilnehmen, macht bei dir Sinn, weil du bist im Prinzip einen Top 100 Finish vielleicht entfernt. Und da musst du schauen, wenn du es zeitlich nicht schaffst, Turniere zu schaffen, dann musst du ohne Zweifel, ob das jetzt die 13 Punkte langen oder nicht, einfach auf die Top 100 gehen. Weil sobald du zweifelst daran, ob die jetzt reichen oder nicht, dann ist es erstens total irrelevant und zweitens, du wirst das Ziel nicht mit zu 100% verfolgen und Genau, daran das ist so ein scheitern. bisschen das, was mir am Anfang der Saison jetzt irgendwie so passiert ist, dass ich so rumgegammelt habe und irgendwie gar keine richtige Lust hatte zu spielen irgendwie und so. Du lässt deine Laune auch dann leicht beeinflussen durch sozusagen neue Informationen bezüglich der Punkte oder so. Wenn dann jemand sagt, so, oh, da brauchst du doch ein bisschen mehr, dann hat sich deine Laune ja auch komplett um den Haufen geworfen. Was? Ich brauche mehr. Ja, das war sogar am letzten Tag, wo wir da gemütlich saßen und dann irgendwie decayed ist und noch Top 100 geblieben ist und dann kam irgendjemand und meinte, hey, da brauchst du noch mehr Punkte. Und jetzt ist es gleich so, oh Scheiße, nein, oh, Laune kaputt. Ja, aber das mache ich teilweise, also ich verstehe, das mache ich teilweise auch. Das klar versteht man das, aber man darf sich halt nicht zu sehr davon dann mitnehmen lassen. Ja, du musst es halt ausblenden, weil du musst das Spiel bestmöglich spielen. Mehr kannst du nicht machen. Und das hindert dich daran, aber das Spiel bestmöglich zu spielen und dein Ziel aber auch bestmöglich zu verfolgen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, die Top 100 reichen vielleicht nicht und das ist ja auch wieder wurscht irgendwie, dann kann ich dir, ja, dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du sie nicht schaffen wirst. Ja, ganz kurz, by the way, ich sollte auf Top 100 spielen, auf keinen Fall auf Top 50, oder? Schwierige Frage. Das ist eine extrem schwierige Frage. Also, weil das hatten wir halt letztes Mal genau dasselbe. Da war ich halt auf 24 und habe mich halt runterdecayen lassen. Wenn ich einen Win mehr gehabt hätte, wäre ich Top 50 gewesen. Wenn ich Letztes Mal einen hättest du. losen. Ja, letztes Mal hättest du auf Top 50 spielen müssen. Weil du noch nicht genügend Punkte hast. Man hat gesagt, man wird 13 Punkte in etwa brauchen, war die Prognose so circa. Und du hattest bis dato 3 Punkte. Das heißt. Du kannst entweder sagen, okay, ich nehme vielleicht die 13 Punkte und muss aber nächste Season Top 100 machen und krieg aber dann nicht den zusätzlichen Legend Point. Das heißt, wenn du Top 25 gemacht hättest oder Top 50, nee, Top 25 wären, glaube ich, 10 Punkte gewesen, oder? Das hätte dann, hätte Top ich 50 schon. sind 8, glaube ich. Ja, genau, so sollte es sein. Ja, wäre es besser gewesen. Aber das ist das gegessen im Prinzip. Beim nächsten Mal musst du halt, das kann ich nicht wissen, weil vielleicht reichen tatsächlich die Top 100. Da musst du einschätzen, wie groß ist die Chance, in die Top 100 reinzukommen und dann auch in die Prelims damit zu kommen. Wie groß ist die Chance, in die Top 50 reinzukommen? Top 25 würde ich nicht machen. Das lohnt sich nicht. Also wenn du Top 50 Ja. bist, solltest du sicher drin sein. Also wenn du die Möglichkeit hast, Top 50 zu gehen und du bist gut dabei, würde ich das vielleicht tatsächlich sogar machen. Das Ding ist halt auch so ein vierter Platz in irgendeinem Cup bis zum Ende würde halt auch die Entscheidung dann abnehmen. Genau, ja. Ja. Ja, vielleicht einfach die Sonntagscup nochmal spielen. Ja, Sonntags und Montags sind halt immer diese direkt hintereinander, immer diese BO3 Blind Pick Sachen. Ich glaube, da probiere ich mein Glück einfach mal noch mal ein bisschen. Ja, also das kann halt nicht schaden, weil dieses dann Druck und die schwierige Entscheidung, am Ende rausnimmt. Weil das Problem ist, dass du in solchen Situationen die Angst vor dem schlechten Outcome spielst. Weil du dann oft sagst, oder so geht es mir und so geht es auch anderen, mit denen ich mich unterhalten habe, wie krass wäre das denn, wenn du eigentlich Top 100 bist, für die Top 50 gehst, das Spiel verlierst, dich Ja, nicht genau. qualifizierst und drum nimmst du dir die Möglichkeit, auf die Top 50 zu spielen.
Und so kannst du das halt umgehen und bringst dich dort nicht in diese Zwickmühlen oder in diese Dilemmasituation. Weil du kannst dieses Problem kannst du nicht eindeutig lösen. Das ist im Prinzip Dilemma, kommt aus dem Altgriechischen. Das heißt, dass egal, du hast Option A und B und beides ist richtig und falsch gleichzeitig. Das ist die Definition eines Dilemmas. Das heißt, wenn du dich für B entscheidest, ist es gleichzeitig richtig und gleichzeitig falsch und bei A genau dasselbe. Und genau das ist hier der Fall. Es ist eine Dilemma-Problematik, die kannst du nicht auflösen im Prinzip. Und so nimmst du dir quasi dieses Dilemma weg, weil dir Top 100 einfach dann reichen würden. Wenn das nicht klappt, ist es aber auch kein Beinbruch, weil dann kannst du ja noch immer bewusst entscheiden, okay, Vor- und Nachteil, Risiko abwägen. Okay. Gut. Okay, ich werde es aber hochladen, weil das war jetzt doch relativ viel alles in einem Gespräch. Einfach nochmal drüber schauen hilft dann auch, weil ich glaube, wir haben so alles mal angeschnitten. Einige Sachen haben wir vertieft, andere nicht. Schwer jetzt hier nochmal irgendwie so eine Linie drüber zu legen auch. Gehen wir lieber dazu über, welche Fragen sind denn jetzt noch offen? Also von meiner Seite aus keine mehr. Wir haben uns also diesen groben Plan gemacht, was uns im Kopf geschwirrt hatte, haben dann irgendwie so noch zu vielen anderen Dingen gekommen und ich bin bedient worden. Observiert sozusagen. Nee, positiv, im positiven Sinne. Okay. Positiv. Bei mir ist noch die Frage, welches Deck im Grunde? Aber das muss man wahrscheinlich selber rausfinden. Welches Deck jetzt spielen? Ja. Ja, welche Decks kannst du am besten? Was sind die drei Decks, die du am besten kannst? So. So einen relativ verteckten Control Priest, Ja. weil der Doppel-Evil spielt. Oh, okay. Und der ist halt relativ gut gegen Aggro so. Aber hat dafür andere Schwächen. Aber ich weiß nicht. Im Moment im Meta ist der nicht so toll, glaube ich. Und wahrscheinlich Secret Paladin. Secret Pana. Okay, pass auf. Auf was triffst du? Druid. Warlock, also Zu. Und dann von allem ein bisschen so. Okay, das heißt, es Bisschen Control, bisschen Priest, bisschen Controller, bisschen Priest, bisschen Aggro-Schamane. okay, das heißt, deine Aufgabe ist es erstens, die zweite Frage besser beantworten zu können. Im Prinzip, das heißt, eine Meta-Analyse zu machen. Das, was ich vorhin gesagt habe. Einfach mal bei allen Leuten, die auf deinem Rang rumschwirren, innerhalb von einer halben Stunde schauen, gegen was spielen die alle. Selber deine letzten Spiele anschauen, gegen was hast du so alles gespielt. Das Problem ist auf Rang 4, dass die Meta zwischen Rang 4 und 1 sich nochmal ändert. In der Regel so auf Rang 1, 2 rum. Oder 2, 3, irgendwas um den Dreh. Das heißt, es kann sein, dass du da nochmal rein theoretisch Deck wechseln müsstest. Es kann auch sein, dass du mit einem Deck auf Legend durchspielen kannst. Das heißt, die Meta-Analyse ausführlicher zu machen und dann rauszufinden, was du schauen musst, ist, mit welchem Deck, das du spielen kannst und willst, hast du die höchste Winrate. Das ist dein Ziel. Und das ist eine Kombination aus, so welches Deck spielst du am besten und wie ist die Meta am besten für das Deck. Das heißt, du schaust dann von den drei Decks, welches Deck ist am besten in der Meta positioniert, wie kannst du ein Deck nochmal zusätzlich tacken, damit es zusätzlich gut in der Meta ist. Secret Paladin ist zum Beispiel stark gegen Druiden momentan, nicht so gut gegen Zu. Ist die Frage, wie viel Zu du triffst oder welche Zu du triffst. Ob du gegen Wenn Zu. viel CGI drin ist, wird es schlimm, ne? Da musst du es anders spielen, da musst du es mit Keep of Ulduman einfach den noch länger keepen. Aber Seedchant ist. Momentan gibt es, glaube ich, kein Zu-Deck, was, glaube ich, mit zwei Seedchants rumläuft. Ich meine. Ja, es gibt 1000 Zulisten, aber die meisten spielen ja den Burst-Zu oder die Go-Zu-Liste ein bisschen abgewandelt. Genau, ja. Und von daher gesehen musst du halt fragen, okay, wie gut ist das Matchup? Kannst du auch nochmal irgendwie im Deck-Tracker schauen?
weil im Deck-Tracker hast du die Nummern drin. Das heißt, du schaust halt, wie gut bist du in dem Monat gegen Zu, als Secret Paladin, wie gut bist du gegen Druid, und dann kannst du schauen, welches Deck hat die höchste Winrate gegen die Decks, die gerade rumlaufen, rein auf dem Papier. Und dann kannst du einfach das zum Beispiel nehmen und das zusätzlich noch taggen zum Beispiel. Das wäre so eine Möglichkeit, die man machen könnte. Und dann aber auch zu schauen, dann 10 Spiele einfach zu spielen, nicht sich sofort entmutigen lassen. Wenn du 5 Spiele einfach verlierst, weil die Matchups super schlecht sind, dann kannst du auch nach 5 Spielen einfach sagen, okay, vielleicht sollte ich was anderes machen, ja. Aber sich nicht nach einem oder zwei Spielen entmutigen lassen und dann schon wieder das Deck wechseln. Den größten Fehler, den die meisten Leute machen, ist, das Deck zu oft zu wechseln. Es gibt wenige Leute, die das Deck zu wenig wechseln, die meisten wechseln es zu oft tatsächlich. Weil immer wenn du ein neues Deck spielst, musst du deine Spielweise ändern. Und das schaffen die meisten Genau, gar nicht. man ist oft noch, wenn man so ein Control-Deck vorher gespielt hat, tradet man irgendwie zu viel oder sowas. Ja, zum Beispiel. Man muss wieder in den richtigen Flow reinkommen. Genau. Stimmt, ja. Also von daher gesehen, ich weiß nicht, ob die Überlegungen dir helfen, jetzt das Deck zu nehmen. Oder welche Liste genau. Man könnte zum Beispiel auch zuspielen mit Doppel-Seed-Giant dann. Ich habe so eine Hobgoblin-Liste gefunden, aber ich bin noch nicht überzeugt von dem Hobgoblin. Ich habe die mal auf Legend gespielt. Die kann man tatsächlich Ja, spielen. auf Reddit hat neulich auch so ein Typ gepostet, dass er damit die letzten zwei Seasons Top 50 gemacht hat. Also scheint irgendwie in Ordnung zu sein, die Liste. Nairia, oder das, nee, Saleh hat die mal sogar auf Top 1, glaube ich, gespielt. Okay. Kann man schon spielen, ja. Ist halt ein bisschen instabiler und braucht halt ein bisschen Übung auch. Weil du nicht genau abschätzen kannst, wie wertvoll ist Der Hobgoblin Hauptproblem. zum Beispiel. Kippt man den auf der Starthand? Ab wann kippt man den? Wann sind die besten Hobgoblin-Züge? Turn 4, 5, 6? Fragezeichen. Vielleicht schon eher. Also lieber jetzt irgendwas nehmen, womit du sicher bist, denke ich. Und das höchstens leicht verändern. Okay. Gut. Falls sich im Nachhinein noch Fragen ergeben, und das halte ich doch für durchaus wahrscheinlich, schreibt mich einfach im Skype nochmal an, dann antworte ich gerne im Skype immer. Ja, Also falls klar. sich irgendwas ergibt, auch wegen Turnieren und so weiter, schreibt mir einfach in Skype. Okay. Vielen Dank. Ich danke euch auch, dass ich senden durfte. Ist tatsächlich das abstrakteste Coaching bisher geworden. 2 Stunden lang durchreden im Prinzip. War, glaube ich, für viele Leute auch sehr interessant. Auch die vielleicht anfangen wollen, Turniere zu spielen. Also lieben, lieben Dank euch beiden. Kein Problem. Klar. Und genau, dann schreibt ihr mir einfach, wenn ihr Fragen Jo, alles habt. klar. Okay, danke. Schönen Okay. Abend noch. Ja, euch auch. Tschüss. Ciao. Tschüss.